Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. So, liebe Leute. Falscher Hintergrund. Raus aus Night City und rein ins Studierzimmer. Besser. Viel besser. Du kannst nicht ohne Honig. Das ist okay, schätze ich. So. Also ich judge da nicht. Okay, nee, die Einmonatsskala ist mir dann doch zu klein. Wir gucken uns das mal doch lieber im Zwei-Monats-Kontext an. So, einmal flott, ne? Wir haben ja schon drüber gesprochen. Pandemira da. Und im Grunde ist es auch dieselbe. Dieselbe Schlussfolgerung wie das letzte Mal. Denn Inzidenz sinkt weiter, Arztbesuche sinken, Viruslast im Abwasser. Direkt wieder ein Stückchen, aber die Standortanzahl ist gerade echt traurig. Das ist leider wahr. Deswegen, also die Viruslast am Abwasser kannst du eigentlich gerade an die Wand kleben. Das sagt überhaupt nichts. Hospitalisierungen sinken, Hospitalisierte mit schwerer akuter Atemwegserkrankung, ne? Ja. Sinken auch weiter. Das sind ja grundsätzlich erstmal tolle Zeichen, ne? Todesfälle pendeln hier so fröhlich vor sich hin. Das sind auch genau mit Covid, ne? Genau. Der positiven Anteil, witzigerweise, ich hatte im Kopf. Ach nein, er ist letzte Woche so stark gestiegen, genau. Und wir hatten befürchtet, dass der jetzt explodiert, gerade auch mit den sinkenden Testzahlen. Aber er ist zurückgegangen, das ist ein gutes Zeichen. Intensivauslastung geht weiter runter. Diese Grafik bewegt sich ja sowieso immer im selben Rahmen. Aufenthaltsdauer in den Notaufnahmen sinkt weiter. Genau, 7-Tage-Inzidenz weiter fallend. R-Wert hat sich jetzt in den letzten Tagen wieder ein Tickchen nach oben entwickelt. Müssen wir mal gucken. Ne, genauso hier wie die Inzidenz so langsam ausgebremst. Also die Inzidenz langsam schwächer fällt. Impfquote. Ne, lol. Da tut sich ja sowieso nichts. Anteil positiver Personen sinkt in allen Altersgruppen. Das ist ein gutes Zeichen, weil das nämlich bedeutet, dass unser Testregime, also unsere Teststrategie, auch wenn sie natürlich bei weitem nicht alle Infizierten erfasst, zumindest nicht super selektiv nur die Positiven rausfiltert. Ne? Solange wir genug negative Leute testen, haben wir so einen gewissen Screening-Anspruch. Ne? Auch wenn wir sicherlich nicht repräsentativ die ganze Bevölkerung beproben. Hospitalisierung stabil, genau. Anzahl getesteter Personen weiter rückläufig. Weiter auch super rückläufig. Also das sind ja hier auch Verläufe. Ne? Ich meine jetzt nicht mehr super massiv, aber das geht alles weiter runter. Das vermute ich, das wird auch so bleiben. Ob das jetzt natürlich bedeutet, dass weniger Leute getestet werden müssen, steht auf dem anderen Blatt. Aber da wir wenig Leute in den Arztpraxen haben, mit Covid-19-Diagnose, oder zumindest jetzt fallend, seit KW9, also seit einem Monat, ist das eigentlich ein ganz gutes Indiz. Hier sehen wir auch über die Länder. Im Allgemeinen wenig Unterschiede, nur in Bremen. Ja, ich weiß jetzt, dass Habi Bremen ist, ich habe es mir gemerkt, endlich. Nur in Bremen stieg die Inzidenz leicht, ist aber generell auf nicht so hohem Niveau. Die Anzahl Tests ist kurzzeitig auf 200 hoch, okay, ist aber konstant auf 100. Das irritiert mich ehrlich gesagt ein bisschen.
Ich weiß aber auch nicht, was der Ursprung dieser Zahlen ist. Weil ich meine, also die geben die standardmäßig in Bremen 100 PCR-Tests aus und dann war's das. Die in der laborbasierten Surveillance erfasst sind. Also sie, hier werden nicht alle Tests erfasst, sondern das sind, es ist quasi die Anzahl der erfassten Tests. I see. Das heißt, es werden in der Realität mehr Tests gemacht. Aber sie geben uns immer nur sozusagen eine Stichprobe, offensichtlich. Okay, aber das ist ja die Datenbasis, ne, auf der die Inzidenz basiert. Insofern ist es schon okay. Anzahl positiver Tests ist hoch auf 83%. Das ist natürlich ein massives Problem. Wir haben hier 85 im Saarland. Die 50er-Wertung in Hamburg, Thüringen sehe ich auch so ein bisschen als kritisch an. Weil das entweder dafür spricht, dass wir tatsächlich ein großes Infektionsgeschehen haben, ne? Oder wir zu selektiv testen, so oder so, ist aber scheinbar die Stichprobe zu klein. Ne? Diese Länder müssten also eigentlich mehr Tests übermitteln, um hier die um hier die Datenlage nicht zu verzerren. Das wäre irgendwie wichtig. Ja. Also nach wie vor eine Testsituation eher so mittelprächtig. Aber ansonsten ne, erstmal pandemietechnisch ruhig. Die Frage ist natürlich, ne, wie viel wir hier nicht sehen. Und wir werden sicherlich Infektionen nicht sehen. Und hier ist eben nicht die große Frage nach, wie viele Leute sind krank und wir wissen es nicht, weil die würden wir hier in den Arztbesuchen durchaus sehen. Ne? Denn wenn die Leute zum Arzt gehen und eine Covid-19-Diagnose kriegen, tauchen sie hier auf. Sondern die Frage ist, wie viele asymptomatische, aber ansteckende Leute laufen da draußen rum. Und das ist eben was, was wir gerade nicht erfassen. Das ist was, was das Abwasser eigentlich zumindest so ein bisschen anzeigen sollte. Das können wir aber einfach gerade noch nicht. So wie wir gerade aufgestellt sind. Das wird innerhalb der nächsten 2 Jahre immer zuverlässiger werden. So. Jetzt einmal kurz. Ein Sammeldokument aufsetzen für die Links. So. Und dann schnappen wir uns das Spektrum. Bevor wir da aber reingehen, würde ich gerne noch einmal eine kurze Pause einlegen. Und die Pocken plagten die Menschen bereits seit dem alten Ägypten. Gibt es Pockenviren für länger als bisher angenommen? Genomanalysen legen nahe, dass Pocken bereits vor 3800 Jahren existierten. Was nicht so überraschend ist, wie ich gedacht hätte. Ich habe da auch mal einen längeren Podcast zugehört, dass sie tatsächlich Hinweise darauf haben, dass schon die Römer, die ja ungefähr zeitgleich mit den Ägyptern unterwegs waren, dass die schon von Pocken geplagt wurden. Es gibt Hinweise darauf, dass die Kelten und Germanen zu ihren Zeiten schon mit Pocken Schwierigkeiten hatten. Also es ist ein Virus, das uns schon lange, lange, lange begleitet.
was sich unter anderem auch dadurch äußert, ne, dass die klassischen Pocken, ne, die wir inzwischen ausgerottet haben, im Englischen die Smallpox, dass die nur den Menschen als Wirt haben und nirgendwo anders vorkommen. Da gibt es kein Tierreservoir mehr, wo man sagen kann, naja, okay, da infiziert man sich irgendwie bei Mäusen oder bei Kühen oder bei, es gibt auch Kuhpocken, es gibt auch Kamelpocken und ja, die holt man sich von Kühen, aber für das klassische Pockenvirus ist der einzig valide Wirt der Mensch. Die sind so auf uns angepasst, dass die nichts anderes mehr können. Und das, finde ich, sagt eine ganze Menge aus für einen Mikroorganismus. Weil das muss ja für die Jahrtausende lang zuverlässig funktioniert haben. Seit langem wird über den Ursprung der größten Seuchen der Menschheitsgeschichte gerätselt, der Pocken. Dieser Krankheit, die über Variola-Viren übertragen wird und zahlreiche Hautpusteln hervorruft und infolgedessen Narben hinterlässt, fielen allein im 20. Jahrhundert rund 300 Millionen Menschen zum Opfer. Dank Impfungen weltweit konnte sie 1980 offiziell von der WHO als ausgerottet erklärt werden. Bislang nicht abschließend geklärt ist jedoch, wann das Pockenvirus zum ersten Mal auftrat. Forscherinnen und Forscher aus Italien sind überzeugt, dass das Virus 2000 Jahre weiter zurückreicht, als bisher nachgewiesen werden konnte. Laut ihren Untersuchungen hat das Pockenvirus schon zur Zeit des alten Ägypten die Menschen geplagt. Das Variola-Virus ist möglicherweise viel, viel älter, als wir dachten, sagt Diego Forni, Erstautor der Studie. Seine Ergebnisse veröffentlichte das Forscherteam im Fachmagazin Microbial Genomics. Mit Hilfe genetischer Sequenzierung führten Forschende in den vergangenen Jahren immer detailliertere Analysen alter Virus-DNA durch und gingen somit der Frage nach, wann und wo die Pocken erstmals aufgetreten sind. 2016 konnten mit DNA-Analysen Pocken bei einer Mumie aus Litauen aus dem 17. Jahrhundert nachgewiesen werden. Im Jahr 2020 erbrachten Untersuchungen von Skeletten aus der Wikingerzeit den genetischen Beweis, dass die Viren bereits um 1050 existierten. Okay. Das ist das, wovon ich gehört habe. Ich hätte nur gedacht, das wäre deutlich weiter weg gewesen. 1050 ist ja schon, also, das ist ne, verhältnismäßig nah dran. Historiker vermuteten schon länger, dass es die Pocken allerdings bereits lange davor gegeben hat. Da beispielsweise die Mumie des Pharao Ramses des V. Anzeichen für charakteristischen Narben aufweist, bislang jedoch ohne konkreten wissenschaftlichen Beweis für diese Theorie. Das italienische Forscherteam verglich für seine Untersuchung 54 Genome moderner und historischer Stämme des Pockenvirus, um die Entwicklungsgeschichte der Pocken daraus abzuleiten. Dazu zählten 4 Genome von Variola-Viren aus der Wikingerzeit, je ein Genom aus dem 17. und 18. Jahrhundert, da ist irgendwie sneaky im Hintergrund ein Abo passiert. Danke an die unbekannte Person. Es ist gar nicht so unbekannt. Der Alert hat nur gedauert. For what is a gentleman? Wie mir scheint. If not an effort to master the chaos that sweeps our world. An attempt to control death itself, if necessary. Smarty, dankeschön für deinen Prime-Sub. Auch schon 2 Monate. Und einen wunderschönen guten Abend. Heimlich still und leise. Da hat unser Ziel schneller reagiert als der eigentliche Alert über Steam Elements. Der muss ja erst durch den Drittanbieter. Das hat einen Moment gedauert. So, dazu zählten 4 Genome von Variola-Viren aus der Wikingerzeit, je ein Genom aus dem 17. und 18. Jahrhundert, sowie 48 Genome aus der Zeit kurz vor der Ausrottung der Pocken im Jahr 1980. Und hallo Geisterfuchs, dankeschön. Schön, dass du reinschaust. Die Forscherinnen und Forscher fanden heraus, dass die verschiedenen Pockenstämme alle von einem einzigen gemeinsamen Vorfahren abstammen. Sie errechneten aus ihren Daten eine Schätzung, wann das Virus entstanden sein könnte.
Laut ihren Analysen und Berechnungen müsste der jüngste gemeinsame Vorfahre der 54 Proben vor etwa 3800 Jahren existiert haben, also etwa 1800 vor Christus. Und somit auch später. Und somit auch später 1200 vor Christus, als Ramses lebte. Hier fehlt eigentlich ein Komma. Denn 1200 vor Christus ist eine nähere Spezifikation von später und müsste dementsprechend eigentlich meiner Meinung nach mit Komma eingezäunt werden. Ein direkter Beweis, dass der Pharao an Pocken erkrankt war, ist dies natürlich nicht. Möglich ist auch, dass Ramses V. einen Erreger hatte, der lediglich ähnliche Symptome wie eine Pockeninfektion hervorrief. Eine Reihe anderer Infektionskrankheiten verursachen einen Ausschlag, der den Pocken ähnelt. Nur die Sequenzierung archäologischer Proben könnte Aufschluss darüber geben, welche Kulturen von der Krankheit wirklich betroffen waren, erklären die Forscher und Forscherinnen in ihrer Veröffentlichung. Jetzt mal so grundsätzlich, lägen ja Kamelpocken bei einem Ägypter durchaus nahe. Und nicht zwingend die klassischen Pocken, wie wir sie haben. Aber die sind natürlich auch eine Option, ne? Und wie lange es die Kamelpocken gibt, weiß wahrscheinlich auch kein Schwein. Ja. War jetzt tatsächlich weniger aufschlussreich, als ich gehofft hatte. Ich dachte, sie gehen vielleicht ein bisschen mehr ins Detail. Ist jetzt mehr so ein Tatsachenbericht. Fand ich aber trotzdem mal ganz nett, ne? Dass ihr mal seht, wie lange Viren so unterwegs sein können. Ne? Also auch die, ne? Auch alle, die allermeisten Krankheiten, mit denen wir uns heutzutage so rumschlagen, sind keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Die gibt es teilweise schon echt, echt lange. Warum sollen sich Schweine auch mit Kamelpocken auskennen? Ich habe ja das Gefühl, kein Schwein kennt sich mit irgendwas aus. Insofern wäre das ja mein Ding gewesen. Ja, genau. Jedenfalls, ne, also Pocken und so. Vermutlich relativ alt. Und wie gesagt, das überrascht nicht so sehr. Viren entwickeln sich langsam und gerade, wie gesagt, beim Pockenvirus, ne, ist es so spezialisiert, dass es nur den Menschen betrifft. Das hat schon was zu heißen, ne? Und das braucht auch einfach ein Weilchen, bis es sich so entwickelt hat. Und vor allen Dingen muss das bedeuten, es hat einen Lebenszyklus gefunden, ne? The cycle of life. Der für es sehr, sehr gut funktioniert. Als dass es sich leisten kann, sich so zu spezialisieren. Und am Ende übrigens, ne, ist das genau die Eigenschaft, die uns ermöglicht hat, das Pockenvirus auszurotten. Denn stellt euch mal vor, es gäbe noch irgendwelche Wildtierreservoirs. könnte schwierig werden, die alle zu erwischen. Die werden ja durch den Menschen in alle Teile der Welt verteilt, stich von der Deckung am Meeres und Kontakt mit den Ureinwohnern. Richtig, Smarty. Wir haben ja dann auch noch fleißig mitgeholfen. Das kommt halt definitiv dazu, ne? Und da haben sich die Pocken schon nicht das blödeste Tier ausgesucht, um es zu infizieren. Und, ne, im 19. Jahrhundert 300 Millionen Tote. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es unerfolgreich gewesen. Und hätten wir die Impfung nicht entwickelt, so, wäre Corona ein Scheiß. Also ich meine, ne, wie viele Corona-Tote gibt es jetzt weltweit? WHO-Covid-Dashboard. Sechs Millionen kumulative Tote.
versus 300 Millionen. Ne? Klar, anderer Zeitraum. Ne? Da muss man jetzt bedenken. Was haben sie geschrieben? Im 20. Jahrhundert 300 Millionen Menschen. Okay. Sagen wir mal, sie beziehen das wirklich, sie nehmen das wörtlich und beziehen das auf das gesamte Jahrhundert. Sind also 100 Jahre. Sind also 3 Millionen Tote pro Jahr. Wie lange ist Covid jetzt? 20, 21, 22, ein halb? Sechs Millionen durch drei sind 2 Millionen und der Rest ist irgendwie das halbe Jahr und so ein bisschen hin und her gerechnet. Dann ist Covid nicht so krass. Ne? Covid schafft 2 Millionen im Jahr, die Pocken schaffen 3 Millionen im Jahr. Welches Land ist das Gelbe? Turkmenistan. Wobei ich ganz stark vermute, da gibt es einfach keine Daten. Also das kann ich, also dass die kein Covid hatten, würde mich überraschen. Ne? Das haben ganz andere versucht. Keine Tests, keine Covid-Toten. Ja, ja, richtig. Ich gehe. Ich gehe fest davon aus, die haben keine Diagnostik gemacht. Oder ne, zumindest übermitteln die nicht an die WHO. Ich kenne aber jetzt Turkmenistans Gesundheitssystem auch nicht gut genug, um da irgendwie Aussagen treffen zu können. Ich vermute, ich gehe aber nicht davon aus, dass hier, ne, gemeinsam mit Nordkorea. Und to be fair, Nordkorea hat tatsächlich zumindest fast kein Covid gehabt, alles was wir wissen. Da gibt es jetzt inzwischen aber durchaus Fälle, dementsprechend auch alles mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube nicht, dass das die tatsächliche Realität ist, die wir hier sehen. So, jedenfalls, ne? Pocken von den Todeszahlen krasser als Covid. So, wenn man das jetzt irgendwie vergleichen kann, will und muss. Das ist ja dann immer noch die Frage. Aber nur mal um die Bedeutung der Erkrankung klar zu machen. Ja, also wie gesagt, ne, ich gehe auch davon aus, dass die Turkmenistan-Werte zumindest nicht stimmen. Ich vermute, sie haben nichts übermittelt. Oder sie haben gelogen. Das ist ja auch nicht ganz auszuschließen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal bemerkt habt. Der Mensch glaubt zumindest von sich, für Lügen so eine gewisse Intuition zu haben. Ne? Wir wissen, es gibt angeblich gute Lügner und schlechte Lügner. Manche ertappen wir sofort, andere können uns irgendwie 3 Kühlschränke verkaufen und wir merken erst hinterher, dass das passiert ist. Oder uns irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen und dabei voll überzeugend wirken, wo man sich dann so hinterher denkt, was war das eigentlich für ein Unsinn? Schauen wir mal, ob dieser Artikel in der Lage uns da so ein bisschen auf die richtige Spur zu bringen. Unser unbewusstes Gespür für Lügen. Wenn wir belogen werden, merken wir das in der Regel nicht. Doch unbewusst ahnen wir es anscheinend. Doch der Körper reagiert auf Lügen oft etwas anders als auf die Wahrheit.
Da bin ich mal gespannt. So ein Netiquette-Werk lügen eher weniger, aber es gibt Leute, die sehe ich eine Sekunde an und weiß, das passt nicht. Böp. Das, ja, das kann passieren. Aber das ist ja nochmal was anderes. Zwischen Lüge und Wahrheit zu unterscheiden ist schwierig. Die Urteile von Laien sind in der Regel kaum besser, als wenn man eine Münze werfen würde. Aber unbewusst erahnen wir offenbar, was Sache ist. Unsere körperlichen Reaktionen auf Lügen und wahre Aussagen unterscheiden sich. Wir wissen diese unbewussten Zeichen nur nicht zu lesen, wie eine Studie in der Fachzeitschrift Personality and Individual Differences zeigt. Okay, interessanter Journalname. Aber ja, um sowas muss es ja auch mal gehen. Beteiligt war unter anderem die bekannte Lügenforscherin Leanne ten Brinke von der University of Columbia in Kanada. Sie sucht schon seit Jahren nach Hinweisen darauf, dass Menschen Lüge und Wahrheit unbewusst unterscheiden können. Bereits 2019 meldete sie Erfolg und stellte außerdem fest, wer auf die eigene Körpersignale zu hören lernt, lerne damit auch Lügen besser zu erkennen. Nun wollte sie gemeinsam mit weiteren Kollegen wissen, ob manche Menschen von Natur aus ein feines Gespür für ihren Körper haben und somit auch für Lüge und Wahrheit. Das klingt als Hypothese erstmal plausibel, ne? So wie sie das hier beschreiben, gehen sie davon aus, okay, der Körper ist offensichtlich unterschwellig in der Lage, eine Lüge irgendwie zu detektieren. Und es gibt eben Leute, die können auf ihre Instinkte besser hören als andere. Ne? Genauso wie es halt Leute gibt, die generell feinere Sinne, also auch eine höhere Empathie haben oder auch ein feineres Gespür für ihren eigenen Körper als andere. Smarty hat dazu mal gelesen, dass Menschen wohl häufig nach oben schauen, wenn sie nachdenken. Und je nachdem, ob man die Wahrheit, also eine Erinnerung oder eine Lüge, also eine Art kreativen Denkprozess sagt, tendiert man nach links oder rechts, schaut je nach verwendeter Gehirnhälfte die beiden Prozesse. Ah, okay. Weil je nach Gehirnhälfte die beiden Prozesse unterschiedlich sind. Das kann gut sein. Die kreative Hirnhälfte wäre die rechte, ne? Deswegen gelten Linkshänder mit aktiver rechter Gehirnhälfte als Kreativlinge. Zumindest wenn ich das jetzt gerade richtig aus meinem Gedächtnis rekonstruiere. Möglich wüsste ich, also habe ich jetzt so noch nicht gehört, könnte aber durchaus sein. Bei so Sachen ist auch immer schwierig zu sagen, inwieweit das für jede Kultur gilt. Denn gerade auch das Nachdenkliche nach oben gucken wird ja durchaus auch in den, zum Beispiel in den Medien propagiert. Ne? Also das ist was, das siehst du in Cartoon-Figuren, das siehst du in Filmen, wenn die dort dargestellten Figuren nachdenken. Das ist also durchaus auch eine Verhaltensweise, die erlernt sein kann. Ne? Nicht muss, aber kann. Was jetzt nicht bedeutet, ne, dass es dann nicht trotzdem irgendwie Nachdenken anzeigt. Aber so eine Sachen spielen da halt immer mit rein. Das macht das. Unter Umständen nicht so ganz einfach auseinanderzuhalten. Sagen wir mal. Ja, aber wie gesagt, die grundsätzliche These wäre ja erstmal solide. Ne? Wir haben ein unterschwelliges Gefühl dafür und der einzige Unterschied zwischen den Personen ist, wie gut wir in der Lage sind, darauf zu hören. Jetzt wäre natürlich die interessante Frage, worauf reagieren wir da eigentlich? Dazu bat das Team zunächst rund 80 Studierende wiederholt um eine Einschätzung bei einer Tonfolge, dem gleichen Takt folgte wie der eigene Herzschlag. Wie gut ihnen das gelang, diente als Maß für die Genauigkeit, mit der sie die Signale aus dem eigenen Körper wahrnahmen. Ihre Interozeption. Okay.
Dann bekamen sie insgesamt 32 Videos vorgespielt, in denen Menschen logen oder die Wahrheit sagten. Okay, also nicht mal im persönlichen Kontakt. Interessant. Dazu zählten zum einen Kandidaten einer Spielshow mit einem Preisgeld von $20.000, die behaupteten, ihre Spielpartner nicht hintergehen zu wollen. Zum anderen handelte es sich um Menschen, die auf der Suche nach vermissten Angehörigen an die Öffentlichkeit appellierten, wobei die Hälfte von ihnen später für schuldig befunden wurde, die vermisste Person getötet zu haben. Während die Probandinnen und Probanden Während die Probandinnen und Probanden diese Videos schauten, wurde ihre Hautleitfähigkeit und ihre Gefäßweite gemessen. Okay, interessant. Das ist, glaube ich, so allgemeine Stressparameter. Danach sollten sie ein Urteil abgeben. Wer hatte gelogen, wer die Wahrheit gesagt? Hätten die Versuchspersonen hier einfach nur geraten, hätten sie zu 50% richtig gelegen. Sie kamen im Mittel aber auf rund 55%, eine Erfolgsquote, die ziemlich genau der von Laien in älteren Studien entspricht. Ja, ne, weil es kein Random-Prozess ist, sondern sie versuchen sich schon an einer Einschätzung und offensichtlich sind sie im Schnitt ein Tickchen besser als durchschnittlich, ne? Also als einfach nur random. So ein paar Clues gibt's eben doch, so aus dem Kontext oder so. Als wenn man einfach nur redet. Das ergibt ja durchaus auch Sinn, ne? Dass man grundsätzlich erstmal, genau, halbwegs fundiertes Raten. Die Leute, ne, man beginnt halt mit der Annahme, sie tippen 50-50. Und das würden sie wahrscheinlich auch, aber hin und wieder gibt es irgendwie aus der Aussage oder aus der Körpersprache relativ eindeutige Hinweise, dass irgendwas nicht passt. Und das erhöht ihre Erfolgsquote hier und da, ne, und führt zu diesen zusätzlichen 5%. Eine erhöhte Lautleitfähigkeit angesichts von Lügen war nicht nachweisbar. Die Gefäße verengten sich bei den falschen Aussagen allerdings stärker als bei wahren. Dass sie sich überhaupt verengen, finde ich spannend, aber well. Hätten die Studierenden ihre eigenen körperlichen Reaktionen bemerkt und ihr Urteil darauf gestützt, hätten sie rund 68% der Fälle richtig erkannt. Okay, das ist ja schon ein merklicher Unterschied, dass sie offensichtlich, ne, mit ihrem Lügendetektor-Test in 68% der Fälle richtig liegen, ist ja schon spannend. Der Mensch ist in diesem Fall ja im Grunde nur ein Sensor. Wenn wir das mal so nehmen, ne? Du setzt den Mensch dahin, erzählst ihm eine Lüge und guckst, wie sich seine Gefäße verhalten. Das ist im Grunde, wie wenn du einen Thermometer nimmst und du setzt es einer Temperatur aus und misst dann. Also gerade bei einem elektronischen Temperatursensor, ne, und misst dann, keine Ahnung, den Stromdurchfluss oder was auch immer da passiert. Ist witzig. Der Mensch als Lügensensor. So werden wir irgendwann, ne, wenn Skynet dann die Welt übernimmt, werden ein paar Menschen als Lügensensor enden in genau solchen Maschinen. Das ist vielleicht dieses unangenehme Gefühl, wenn man meint, dass was nicht stimmt, so wie Prägänsehaut? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Und dadurch, dass die Probanden dieses Gefühl ja offensichtlich auch nicht wahrgenommen haben oder zumindest nicht korrekt deuten konnten, kann das sein oder kann auch nicht sein. Ne? Aber was Smarty sagt, grundsätzlich, wenn du eine Gefäßveränderung hast, kann das schon zu merklichen Veränderungen in der Durchblutung führen. Das könnte sich zum Beispiel in einem Kältegefühl äußern. Ich will jetzt aber da nicht so viel reininterpretieren, ne? Weil wir weder wissen, wie stark die Gefäßverengung war, noch wie lange sie andauerte. Eventuell ist die so marginal, dass sie sich auf diese ganzen Parameter gar nicht auswirkt. Doch, das gelang ihnen nicht. Auch die Versuchspersonen mit guter Introzeption lagen nicht häufiger richtig.
Und das, obwohl sich bei ihnen die Gefäßweite angesichts von Lüge und Wahrheit sogar stärker unterschied. Menschen, die auf emotionale Reize physiologisch stärker reagieren, nehmen ihren Körper anscheinend auch genauer wahr. Weil sie Lügen bewusst dennoch nicht besser erkennen, sind offenbar noch weitere Einflüsse am Urteil beteiligt, vermutet die Gruppe. Das ist ein komischer Schluss. Sind noch weitere Einflüsse am Urteil beteiligt? Über die Einflüsse, die sich, also die am Urteil beteiligt sind, haben wir doch überhaupt nichts gelernt. Weil das Urteil, das die Leute fällen, hat sich ja nicht geändert. Und der untersuchte Parameter hatte offensichtlich damit ja nichts zu tun. Meine Schlussfolgerung wäre an der Stelle: Okay, es gibt offensichtlich Leute, die sind in der Lage, stärker auf Lügen zu reagieren als andere. Möglicherweise ist das eine Wahrnehmungsgeschichte. Ne? Und wenn das die Leute sind, die eine bessere Interozeption haben, sich besser wahrnehmen können, vielleicht können sie andere dann auch besser wahrnehmen, nehmen mehr Nuancen in der Mimik wahr, achten generell genauer auf den Gegenüber. Ne? Vielleicht hat es auch was damit zu tun, wie aufmerksam man sich der Aufgabe widmet, vor der man steht. Ne? Und das kann ja alles unterbewusst sein. Vielleicht sind es Leute, die generell besonders sensibel sind. Das ist ja jetzt schwer zu sagen, aber mein Schluss wäre jedenfalls nicht: Oh, ich muss doch andere Kriterien geben, wie jemand entscheidet, ob jemand lügt. Weil darüber haben wir eigentlich nichts gelernt, außer dass es dieses Kriterium nicht ist, woran jemand entscheidet, ob jemand lügt. Da sie offensichtlich ja aber auch nicht wahnsinnig gut darin zu entscheiden, ob jemand lügt, kann es durchaus sein, dass es einfach keine Kriterien gibt. Und sie raten hauptsächlich, ne, solange sich der Gegenüber nicht irgendwie verrät. Genau, Smarty, selbst wenn, muss man die Zeichen dann noch richtig interpretieren. Das kommt dann auch noch dazu. Die unbewusste Wahrnehmung kann sich aber auch auf andere Weise äußern, wie ein Team um Ten Brinke schon 2021 berichtet hatte. Demnach reagierten Versuchspersonen beim Anblick von echter Trauer mit mehr Mitgefühl als bei gespielter Trauer. Als Zeichen der Wahrheit identifizierte die Gruppe schwer vorzutäuschende Merkmale von Trauer in der Mimik. Das ist nämlich, was ich viel eher vermute. Ne? Es gibt einfach feine Unterschiede im Gebaren einer Person, die lügt, und im Gebaren einer Person, die die Wahrheit sagt. Natürlich jetzt auch abhängig, ne, von der Qualität, also von der Kompetenz des Lügenden oder der lügenden Person. Und diese feinen Details fallen auf. Wie stark sie auffallen, scheint unterschiedlich zu sein. Ne? Wer sie dann auch noch interpretieren kann, scheint auch nochmal eine andere Geschichte zu sein. Ne? Da sind zwei große Faktoren drin. Und hallo Retri, schön, dass du reinschaust. Schwer vorzutäuschende Merkmale von Trauer in der Mimik. Sowas gibt es offensichtlich. Finde ich aber nicht überraschend, muss ich ehrlich sagen. Ne? Weil das Problem ja ist, dass Mimik zu einem gewissen Anteil was Intuitives ist. Das passiert ja einfach. Ne? Klar, wir können natürlich aktiv die Brauen zusammenziehen und böse gucken oder die Mundwinkel hochziehen und lächeln. Aber ne, wir wissen ja jetzt schon relativ gut, dass ein gespieltes Lächeln und ein authentisches Lächeln Unterschiede haben. Ne? Im Grad, wie die Augen mitgehen, kann ja sehr gespielt lächeln und das mit den Augen komplett lassen, dann wirkt das auch irgendwie creepy auf Dauer. Oder ne, ich kann ganz ehrlich, in Freude macht das ganze Gesicht mit. Ne?
Und da sind wir dann wieder auch bei der Kompetenz der lügenden Person, ne? Hier Leute, die ein detailliertes Schauspieltraining haben, die wissen, was bei bestimmten Mimiken passiert, die das gezielt nachstellen können. Die haben hier natürlich Vorteile. Aber selbst da kann es natürlich sein, dass die Qualität der Bewegung unterschiedlich ist. Solche Zeichen können zum Beispiel die Zwinkerfrequenz sein, die wir praktisch nur unterbewusst aufnehmen, sofern das nicht extrem auffällig ist. Ja, zum Beispiel. Und auch das, ne, ist wieder individuell unterschiedlich. Wenn du einen sehr... Ich vermute, die Zwinkerfrequenz hängt an der Stressreaktion des Lügens, ne, durch die Aktivierung des entsprechenden Teil des vegetativen Nervensystems. Und wenn du dann aber jemand bist, der ein routinierter Lügner ist, dann stresst dich das Lügen nicht mehr so, ne, weil du Erfahrungswerte hast, die dich da unterstützen, die eine gewisse Kompetenz suggerieren. Dann ist auch die Zwinkerfrequenz wieder eine andere, ne? Also da sind unter Umständen ganz, ganz viele Variablen drin, die das beeinflussen können. Und dann, wie gesagt, hast du noch den Rezipienten, ne? Es wird Leute geben, denen fällt sowas auch unterbewusst besser oder schneller auf als anderen. Und dann ist eben immer noch die Frage, ob man in der Lage ist, dieses unbewusste Gefühl, das einem dadurch vielleicht vermittelt wird, dann auch noch deuten zu können. Ja, natürlich, Retri, ne? Man kann auch versuchen, das Gefühl wach zu rufen. Aber auch da ist die Frage, ne, in wie gut kann man sich das abrufen und wie gut, also wie viel Prozent der emotionalen und damit auch der körperlichen Reaktion kriegst du hin? Ne, das sind ja auch wieder zwei Paar Schuhe. Ja, und da, ne, was Retri gerade postet, unterstützt im Grunde meine These. Retri schreibt, das FBI hat irgendwann gemerkt, dass die Körpersprache nicht zu 100% verrät, ob jemand lügt. Menschen, die einfach sehr ängstlich oder nervös sind, verhalten sich oft so, als ob sie lügen, selbst wenn sie die Wahrheit sagen. Richtig, ne? Weil die klassischen Tells, ne, für Lügner sind im Grunde einfach Stressanzeichen, ne? Weil die Theorie eben davon ausgeht, wenn du jemanden anlügst, hast du was zu verbergen, hast Angst davor, entdeckt zu werden, und das sorgt für Stress, ne? Und diese, selbst wenn es nur eine subtile Stressreaktion ist, diese Stressreaktionen schlagen sich in der Mimik nieder und die können detektiert werden. Wenn du aber natürlich einfach da sitzt und dir denkst, oh Gott, die Polizei, was will die nur von mir? Habe ich was ausgefressen? Bin ich zu schnell gefahren? Ich weiß doch nicht. So, das ist... Wenn du das jemandem gibst, der stumpf nur diese Signale abarbeitest, der würde dann denken, du hast ein großes Schuldig-Symbol über dir. Du hast einfach nur Schiss. So. Das ist mit der Grund, warum man mit wachsendem Alter die Gefahr steigt, auf Trickbetrübereien zu fallen. Im Alter arbeitet das Areal für das Lesen von Gesichtern schlechter. Interessant, Blubberlampe, das wusste ich noch nicht. Aber kann durchaus sein. Ich persönlich hätte das jetzt mit einer einfach ansteigenden Naivität für die Welt ein Stück weit begründet. Also das ist durchaus was ich auch wahrnehme, ne? Natürlich, wenn du älter wirst, hängt dich halt die Welt auch ein Stück weit ab, ne? Und also das spielt ja auch sicherlich mit rein. Aber das ist natürlich spannend, dass das Gesichterlesen auch nicht mehr so gut funktioniert. Ist das eine weißt du, ob das eine Gehirngeschichte ist? Oder ob das stumpf was zum Beispiel mit Sehstärke zu tun hat. Das wäre ja mal spannend. So.
ist ein spezifisches Areal im Gehirn, das die Arbeit einstellt. Spannend. Ja. Und ich glaube, ne, das, was Reti und Smarty sagen, ein bisschen Überheblichkeit mag da natürlich wieder persönlichkeitsabhängig, ne, durchaus auch dazukommen. Ne, das wird es sicherlich geben, dass du da einfach welche hast, die sagen so, ah, das würde ich doch merken. Ne. Ich nehme eher wahr, ne, dass Leute im Alter den Gedanken gar nicht haben, dass es gerade eventuell ein Scam sein könnte. Ich hatte den Fall gerade in meinem näheren Umfeld, dass jemand, und so alt war die Person auch wieder nicht, ne? Also noch nicht mal ne, in Rente, dass die Person dann natürlich schon irgendwie so dachte, so, irgendwie so ein bisschen was ist komisch. Also da lief schon einen Faktencheck ab, aber die Antworten, die darauf kamen, waren plausibel genug, ne, gepaart mit so ein bisschen Druck und Dringlichkeit, dass dann in dem Moment die Entscheidung einfach nicht korrekt getroffen wurde. So, und das ist ja nun genau auch deren Masche. So, und ja, Smarty, ne? Stichwort Selbstüberschätzung ist dann auch immer Autofahren im hohen Alter, ja klar. Also, und sowas, das wird hier sicherlich auch ein Faktor sein. Aber gut. Wir sehen, ne, das ist ein unglaublich komplexer Vorgang, der hier dahinter steht, mit ganz, ganz vielen Fragezeichen. Die Befunde von Tim Brinke und ihren Kolleginnen und Kollegen stehen allerdings im Widerspruch zu anderen Befunden der Lügenforschung. Demnach ist es ein Irrglaube, dass sich Lügen merklich und systematisch im nonverbalen Verhalten niederschlagen. Derartige Hinweise seien in der Regel nur sehr schwach und unzuverlässig. Aha. Das ist ja schon mal nicht ganz uninteressant, ne? Und technisch gesehen schließen sich die beiden Thesen auch nicht aus. Ne? Es kann ja sein, dass der Kanal, auf dem die Information "Ich lüge gerade" übertragen wird, nicht das nonverbale Verhalten ist. Wer weiß, vielleicht stoßen wir ein Lügenpheromon aus. Ne? Und manche Leute sind besser darin, das zu erschnüffeln als andere. Oder man weiß es nicht. Ne, auch Verhaltensanalysen können natürlich fehlerhaft sein. Vielleicht ist, gerade wenn die Hinweise nur sehr schwach sind, vielleicht haben wir ein Detektionsproblem. Ne? Vielleicht ist unsere Technik einfach nicht gut genug, die Signale aufzufangen. Unser Unterbewusstsein aber schon. Also da steckt noch ganz, ganz, ganz viel Fragezeichen hinter. Aber es ist schon interessant, dass da eine körperliche Reaktion kam, ne, wenn sie mit Lügen konfrontiert wurden. Jetzt ist natürlich aber auch die Frage, wie zuverlässig sind diese Signale? Und es ist vor allen Dingen auch die Frage, wurde auf die Lüge reagiert oder wurde möglicherweise auf was anderes reagiert? Das ist natürlich jetzt, da wird man sicherlich noch kontrollieren müssen und die Forschung erweitern. Wir wissen doch, Lügen haben kurze Beine, stellt sich auf drei Bücher. Ja, genau so. Genau so. Die Nase, man sieht es ja den Leuten an der Nasenspitze an, ob sie lügen. Nicht, Pinocchio? So. Wir haben heute wieder einen wilden Mix aus Themen. Ja, jetzt waren wir gerade kurz in der Psychologie drin. Jetzt drehen wir uns um 180 Grad. Viele Lügner produzieren ja viel heiße Luft. Luft hat überhaupt nichts mit Wasserstoff zu tun, aber ich nehme die Überleitung trotzdem. Denn der Artikel passt gerade so schön in die aktuell, also in die fast schon vergangene Debatte über
ne, keine Ahnung, Antriebe und Heizen und Wasserstoff, E-Fuels, Solarzellen, you name it. Da dachte ich mir, da gucken wir uns das Ganze mal an. Ihr habt vielleicht schon von grauem Wasserstoff und blauem Wasserstoff gehört. Hier geht es um etwas, das sich angeblich goldener Wasserstoff nennt, was auch immer das bedeuten soll. Heiße Luft, Atmosphäre, Sonne, Wasserstoff. Das wär ein Segway gewesen, den hätte ich nehmen können, ja. Habe ich aber nicht. Und Yarlon Etikett, blauer Wasserstoff. Der soll, oh Gott. Der blaue Wasserstoff ist der mit fossilen Energien hergestellt wird, wo aber das CO2 eingefangen wird. Ich weiß es nicht. Ich bin in der Thematik auch nicht drin. Also, da würde ich mich auch stark zurückhalten. Ne? Ich bin gerade so weit, dass ich weiß, worum es geht. Dementsprechend für Energietipps und den ganzen erneuerbare Energienquatsch, da müsst ihr lieber zu Drakon gehen. Wenn ihr über einen Tag mal Zeit habt. Da gibt es deutlich bessere Infos. Der ist auch deutlich eher im Thema als ich. Hehre Pläne mit Mikroben. Arknir. Gelber Wasserstoff ist aus Strom. Blauer Wasserstoff ist fossil mit Carbon Capture. Ah, da habe ich mich richtig erinnert. Grauer Wasserstoff ist fossil. Grüner ist aus erneuerbaren Energien. Aha. Ja, und Smarty postet im Kern dasselbe Ding. Hallo Arken hier übrigens, schön, dass du reinschaust. Schön, dass ich dich passend zum Thema aus dem Lurk gekitzelt habe. Das ist ja praktisch. So, na dann, schön, dass wir Leute da haben, die fachlich versiert sind auf dem Gebiet. So. Und da hätt's mich jetzt echt verlassen. Also nochmal. Heerepläne mit Mikroben. Bakterien sollen nicht förderbares Öl in alten Lagerstätten in nutzbaren Wasserstoff umwandeln. Ein erster Test war angeblich erfolgreich, doch Fachleute sind nicht überzeugt. Ich bin gespannt. Ich hätte ja gar nichts dagegen, wenn die Mikrobiologie in der Lage wäre, einen Beitrag zur Klimakrise zu leisten. Ich fürchte, da können wir nicht helfen mit der Mikrobiologie. Außer vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Schubkarre voll Durchfall vorbeifahren oder so. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Die Klimakrise ist aber schon geil. Ja, manchmal kann Krise schon auch geil sein, ne? Das ist, hi, hallo. Wir lesen mal hier den Beitrag, ne? 3, 2, 1. Auch wenn das schwarze Gold nicht mehr aus dem Untergrund strömt, ist ein Ölfeld noch lange nicht leer. Ey, wir müssen übrigens dringend aufhören, ne, mit der Farbkodierung. Da kriege ich irgendwann einen Föhn. Schwarzes Gold, grüner Wasserstoff. Was kommt als nächstes? Braunkohle. Was kommt als nächstes? Grüne Energien. Das ist doch nicht barrierefrei. Was ist denn, wenn man farbenblind ist? Da müssen wir was machen, Leute. Demonstration nächsten Dienstag dann vorm Wirtschaftsministerium. So. Und es gibt noch türkisen Wasserstoff aus Methanpyrolyse. Stimmt, davon habe ich auch schon mal gehört. Und weißes Gold ist Tafelsalz. Das wusste ich auch noch nicht. Das klingt aber sinnvoll. Und ich dachte immer, wenn ich Schmuck aus Weißgold habe, ist das was anderes.
Memo an mich selbst, nicht das werden lassen. Es sind dann erneuerbare Energien, also ne, gerade auch aus Sonnenenergie ist das dann quasi Blattgold, weil es wird aus Sonnenlicht gewonnen, ne, und das ist saubere Energie, also quasi, also ich verstehe. Lasst uns den Artikel lesen, das wird hier sonst zu. Ja. Ist ein Ölfeld noch lange nicht leer. Gigantische Mengen des Rohstoffs bleiben im Gestein gebunden. Diesen Schatz wollen Unternehmen nun heben. Und das sogar grün. Statt schwarzem Öl soll aus den alten Bohrlöchern zukünftig sauberer Wasserstoff sprudeln. Ich glaube nicht, dass Wasserstoff sprudelt, aber ich lasse ihm das Bild. Spezielle Mikroben sollen das Gas direkt im Gestein freisetzen. Einen Namen für den so gewohnten Rohstoff gibt es auch schon. So gewonnenen Rohstoff gibt es auch schon. Goldener Wasserstoff. Das Potenzial soll riesig sein. In älteren Ölfeldern war die Ausbeuterate so gering, dass bis zu 80% des fossilen Rohstoffs im Untergrund blieben. Auch heutzutage sind es immer noch mehr als 40%. Das verbleibende Öl kann mit den üblichen Förderverfahren nicht vom festen Muttergestein getrennt werden. Weltweit gibt es inzwischen einige 10.000 Bohrlöcher mit unterschiedlichen geologischen Untergründen. Es gibt auch selten noch die Unterscheidung in Orange aus Bioenergien, die CO2 ausstoßen, Rot, Rosa, Violett aus Atomstrom, Braun aus Braunkohle, Schwarz aus Steinkohle, Weiß aus Frackinggas. Es ist ein ganzer Regenbogen an Wasserstoff da draußen. Ich bin völlig schockiert. Potenzial riesig, geologische Untergründe, genau. Viele von ihnen können zu Wasserstoffquellen werden und somit die Lebensdauer der Quellen verlängern. Womöglich wäre der Wasserstoff aus verbrauchten Reservoirs sogar deutlich billiger als Erdgas, vermutet der Erdölgeologe Grant Stram. Das Name? Das ist kein Rechtschreibfehler für den Grand Slam? Der heißt so? Okay. Cool. I guess. Er ist quasi von der Konkurrenz, die auch hinter dem Gas her ist. Sein Unternehmen Proton Technologies will den Wasserstoff allerdings mit einem konventionellen Verfahren freisetzen. Ihm fehlt dann aber noch die Electron Incorporated, damit er am Ende zu seinem Proton, also damit er dann Wasserstoff hat. Sonst ist es ja nur, also es ist ja nicht vollständig, egal. Doch andere Fachleute bezweifeln generell, dass Wasserstoff aus der Tiefe die vollmundigen Versprechungen auch einlösen kann. Nicht nur, dass völlig unklar ist, ob solche Verfahren wirtschaftlich sind, sie erzeugen außerdem große Mengen eines unerwünschten Nebenprodukts, Kohlendioxid. Nein! No more Kohlendioxid! Warum wurde hier oben diese Technologie als grün eingestuft, wenn sie im nächsten Absatz sagen, das produziert Kohlendioxid? Gute Nacht, Lunatikett. Schön, dass du dabei warst. Gas und Atomstrom sind doch in der EU auch grün. Ja, wer es glaubt. Ich weiß, die Einschätzung und so, aber pff. Derweil erzählt, also mein Problem ist, wenn dabei Treibhausgase entstehen, wie ist diese Technologie grüner als eine Ölbohrung? Also ich verstehe wirklich gar nicht, wo sie herkommt. Es stößt weniger aus. Ja,
okay. Ich habe einen Benziner mit Cut. Bin ich hier, fahre ich jetzt einen grünen Verbrenner? Oder einen Diesel mit Feinstaubfilter. Fahre ich jetzt einen grünen Diesel? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Aber naja. Welche Farbe hat denn dein Auto? Na, die einzig wahre Farbe für ein Auto. Rot natürlich. Damit ich schneller bin. Der Walerzähl in Öl zersetzen im Mikroben erste Erfolge. Im September 2022 verkündete das Unternehmen Sam Vita Factory aus Houston den erfolgreichen Abschluss eines Feldversuchs im Permbecken in Texas. In ein Ölbohrloch in West Texas hätte es im Labor entwickelte Mikroorganismen zusammen mit einer Nährlösung in den Untergrund injiziert. Bei injiziert stelle ich mir halt vor, dass da einer sitzt mit so einer kleinen Spritze, die so in den Boden steckt, so irgendwie 5 bis 10 Milliliter und das war's. Schon nach 5 Tagen soll laut Chemvita ein dreifach höherer Wasserstoffanteil aus dem Bohrloch geströmt sein. Doch die Angaben zu diesem Versuch sind sehr spärlich und vage. Mal sind es im Labor designte Mikroorganismen, mal nur die Aktivierung von im Untergrund vorhandenen Mikroben. Wie aktiviert man denn im Untergrund vorhandene Mikroben, die dann Erdöl in Wasserstoff umwandeln? Also ich möchte es jetzt nicht anzweifeln, aber Aber auch andere Gruppen berichten von Fortschritten auf diesem Gebiet. Im Januar 2022 veröffentlichten Forschende des dänischen Forschungs- und Technologiezentrums für Kohlenwasserstoffe. Die haben ein eigenes Forschungs- und Technologiezentrum für Kohlenwasserstoffe. Cool. Im International Journal of Hydrogen Energy, wie sie die Wasserstoffproduktion bereits im Gestein vorhandener Mikroorganismen sogar um das 12-fache steigern konnten. Denn Mikroorganismen, die Öl als Energie- und Nahrungsquelle nutzen, sind schon lange bekannt. Auch Öllagerstätten bieten Lebensbedingungen für mikrobielles Leben. Wobei insbesondere die Grenzschicht zwischen Öl und Wasser ein Hotspot für Wachstum und Ölabbau ist. Der Haken: Die Experimente fanden im Labor statt und unter Zugabe von Tensiden und Glucose. Mit seinem Feldversuch ist das Houstoner Unternehmen immerhin einen Schritt weiter. Wenn denn stimmt, was berichtet wurde, ne? Das ist die große Frage. Dann habe ich jetzt einen roten Verbrenner mit Atom. Na, herzlichen Dank. Auf zum Atom! Okay. Ich meine, ja, es gibt ne Mikroorganismen, die Erdöl umsetzen. Ne? Haben wir gelesen, ist bekannt, ist auch tatsächlich bekannt, auch nicht erst seit gestern. Experimentieren wir seit Jahren mit rum. Das heißt, die theoretische Machbarkeit würde ich hier an der Stelle gar nicht anzweifeln. Die wirklich wichtige Frage ist, ne, was passiert mit dem Gestein in diesem Prozess? Denn es ist ja offensichtlich im Boden gebundenes Öl. Das schwimmt ja da also nicht in einem See einfach so rum, wie wenn ich das richtig verstehe, ne, sondern das ist da irgendwie, das müsste man da also abzwacken. Was hinterlässt das also für einen Untergrund? Ne? Gibt es da möglicherweise Kollateralschäden? Wie sieht es aus, wenn diese Mikroorganismen, wenn denen dann das Öl ausgeht, sterben die dann ab? Essen die dann was anderes? Wie geht das weiter? Ne? Was brauchen die, verbrauchen die sonst so an Ressourcen? Machen wir uns damit möglicherweise den Boden kaputt an diesen Orten? Also schlimmer als sowieso schon. Und dann halt die Frage, ne, okay, dabei entsteht offensichtlich eine große Menge CO2. Da müsste man irgendwie mit umgehen. Das wäre ja aber grundsätzlich kein Problem, wenn man so einen zentralen Austritt hat. Und da kommt dann ein Wasserstoff-CO2-Gemisch raus. Ich bin mir relativ sicher, da kann man chemisch irgendwie was machen. Ne?
Die wirklich wichtige Frage, die ich mir da stelle, ist: Wollen wir nicht eigentlich sowieso weg vom Öl? Ist ja schön, dass es geht, aber brauchen wir diese Technologie? Denn, also, es ist ja auch nur das Problem Ölknappheit vielleicht nochmal um ein, zwei Jahrzehnte nach hinten vertagt. Denn sind wir mal ehrlich, 90% der Dinge, die wir aus diesem Öl machen, sind Dinge, von denen wir mittelfristig sowieso weg müssen, ne? Und ja, natürlich, wir müssen das Öl nicht zu Benzin raffinieren und es dann verbrennen. Wir können daraus aus Kunst auch irgendwie Kunststoffe machen, aber ganz viele dieser Kunststoffe sind ja auch wieder problematisch, ne? Siehe die Mikroplastikgeschichte mit dem Reifenabrieb vom letzten Mal. Also wir müssen uns ja auch im Kunststoffbereich massiv weiterentwickeln und ich bin mir relativ sicher, dass Öl als Rohstoff da kurz- bis mittelfristig auch einfach raus muss. Also warum machen wir den Scheiß? Arkenir sagt auch, nein, wir brauchen die Technologie nicht. Wir haben andere, die besser und sinnvoller sind und ganz wichtig, schon ausgereift sind. Das sehe ich halt nämlich, also auch so, wir brauchen nicht mehr Öl. Die lösen ein Problem, das nicht existiert. Der Geomikrobiologe Jens Kallmeier vom Deutschen Geoforschungszentrum GFZ in Potsdam findet das Konzept dennoch insgesamt wenig überzeugend. Selbst unter optimalen Laborbedingungen ist das nicht wirklich effizient. Er sieht mehrere Gründe, die dagegen sprechen, dass Wasserstoff nur so aus dem Bohrloch sprudelt. Weil Wasserstoff gasförmig ist und nicht sprudelt, zum Beispiel unter einer Atmosphärenbedingung wohlgemerkt. Klar, man kann Wasserstoff flüssig kriegen, ne? Deswegen, naja. Dass Kallmeier diese Verfahren mit Mikroorganismen als wenig überzeugend bezeichnet, liegt doch daran, dass viele Ölfirmen das schon seit 40 Jahren versuchen und Mikroorganismen in Bohrlöcher pumpen. Und seit 40 Jahren funktioniert das nicht wirklich gut. Naja gut, das finde ich jetzt wenig hilfreich, ne? Das ist halt dieses, ja, da forschen Leute seit 40 Jahren drauf rum und offensichtlich ist nichts bei rumgekommen, also sollten wir es lassen. Das heißt ja nicht, dass da nicht grundsätzlich Potenzial drin ist. Das heißt ja nicht, dass wir nicht irgendwie in den letzten 40 Jahren generellen Fortschritt in den Biowissenschaften und gerade auch im Mikrobiologiebereich gehabt hätten, der eventuell dann ihnen jetzt die nötigen Werkzeuge gibt, um das tatsächlich hinzukriegen. Also das ist ein Argument, das ich sehr schwach finde. Die versuchen das seit 40 Jahren, hat früher auch noch nie geklappt. So. Stellt euch mal vor, die Wright Brothers hätten nach ihrem ersten Flugversuch oder nach ihrem 10. Flugversuch aufgegeben. Ne, die haben 10 Modelle gebastelt. Die flogen alle nicht. Aber wir machen das hier seit 10 Wochen. Hat nie geklappt. Lassen wir. Dann würden wir heute mit dem Schiff nach Amerika fahren. Oder hätten irgendwie Zeppeline oder so ein Quatsch. Mikrobiell verbesserte Ölfördertechnologie wurde in ersten Feldtests 1954 erforscht. Das Verfahren von Chemvita ist eines, das unter dem Namen Microbial Enhanced Oil Recovery in der Ölförderung schon lange getestet wurde, allerdings bislang mit dem Ziel, mehr fossiles Öl fördern zu können. Die Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen, die mit Nährstoffen wie Melasse oder Tensiden in den Untergrund eingepresst werden, sollen die Ausbeute erhöhen, indem sie Kohlendioxid und Lösungsmittel wie Ethanol oder Säuren erzeugen, die das Gestein auflösen.
mit Mior sollen nach einer Studie von 2008 einige 100 Milliarden Barrel Öl mehr gefördert werden können, die sonst im Untergrund verblieben. Doch was im Untergrund wirklich passiert, ist schwer zu monitoren. Das ist nicht wirklich ein deutsches Wort. Wir sagen das bei uns im umgangssprachlichen Wissenschaftsbereich auch so. In den Artikel würde ich das jetzt nicht schreiben. Zu überwachen wäre hier das passendere Wort. Auch Umweltauswirkungen und die Wirtschaftlichkeit sind nicht geklärt. Einer der Gründe, warum seit so vielen Jahrzehnten daran festgehalten wird, es ist eine relativ kostengünstige Technologie. Umweltauswirkungen und die Wirtschaftlichkeit sind nicht geklärt. Es ist eine relativ kostengünstige Technologie. Wenn ich natürlich Kosten, die ich nicht kenne, auf Null setze, ja, klar. Wenn uns das natürlich sämtliche Ökosysteme killt, ne? Für die im Nachhinein die Firma verantwortlich gemacht wird. Vor Gericht ist es plötzlich eine relativ teure Technologie. Aber na, sowas wird ja nicht passieren. Nicht im amerikanischen Rechtsraum. Chemvita hat mit seinem Mikrobencocktail deswegen auch keineswegs nur bereits erschöpfte Ölfelder im Visier. Aufgrund der Klimaziele sollen bis zu 60% der noch förderfähigen Mengen an fossilem Öl nicht mehr angetastet werden, wie Forschende in einigen Studien kalkuliert haben. Ich muss übrigens meine Einschätzung von oben ein bisschen korrigieren, ne, zur Frage, warum brauchen wir diese Technologie? In meinem Kopf war natürlich noch die Frage, war so ein bisschen der Gedanke, ne, wir gewinnen damit Öl. Das ist natürlich Quark, wir gewinnen damit Wasserstoff, der natürlich deutlich nutzbarer ist, im Klimabereich gesehen, aber ich vermute, es ist trotzdem nicht unbedingt die effizienteste Methode, Wasserstoff zu produzieren. Insbesondere, ne, wie Arkane gesagt hat, wir haben andere Methoden, die besser, sinnvoller sind und schon ausgereift. Das wäre dann wahrscheinlich schwarzbrauner Wasserstoff? So wie die Haselnuss oder so? Keine Ahnung. Richtig, so gesehen ist Braunkohle auch kostengünstig, wenn man ignoriert, was das für Folgen nach sich zieht. Ja, also, ne, ich meine, klar, kann man das irgendwie in Wasserstoff, aber ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht. Also wirklich nicht. Über den Umweg des goldenen Wasserstoffs ließen sich diese Ressourcen dennoch nutzen, wenn es... er ist ja golden. Was natürlich Quatsch ist, aber... wenn es nach dem Unternehmen geht. Das sucht jetzt Kapitalgeber für die Pläne. Falko Ückert vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung findet das aber riskant. Er warnt davor, nah am fossilen Business zu bleiben. Es sei ein fundamentaler Nachteil, dass man für diesen Wasserstoff wieder an fossile Energieträger herangeht, denn damit sind Leckagen von klimaschädlichen Gasen möglich. Er hält die deutlich besser zu kontrollierende oberirdische Erzeugung von Wasserstoff aus der Spaltung von Wasser mit Elektrolyseuren für besser. Zumal grüner Wasserstoff in den nächsten 10 Jahren noch deutlich günstiger werde. Eine ganz wesentliche offene Frage ist, ob und wie lange im Labor designte Mikroorganismen im Untergrund überleben. Hashtag Ökosystemschaden. Zuchtstämme aus dem Labor können sich im Untergrund nach Ansicht von Kallmeier meist nicht gegen die einheimischen Arten durchsetzen, die dort das Sagen haben und bestens angepasst leben. Die kleinen Bewohner im Untergrund gehören meist im Gegensatz zu denen im Labor zu einem breiten Spektrum von Arten. Das Öl abzubauen ist sehr oft Teamarbeit von Bakterien und Archaeen, die Kohlenwasserstoff spalten. Das heißt, es ist wahrscheinlich sowieso nicht sinnvoll, mit einer Monokultur dann daran zu gehen. Na, da kommt dann das nächste Problem, ne? Wenn mein Laborstamm in der freien Wildbahn nicht durchsetzungsfähig ist,
Da muss ich ihm was an die Hand geben, wie er sich gegen die örtliche Fauna durchsetzen kann. Weil der kommt ansonsten an, wird einmal in Grund und Boden gestampft und dann baut trotzdem wieder keiner Öl ab. Und dann kommen wir nämlich wieder in Bereiche, wo wir sagen, okay, vielleicht produziert er ja irgendwelche Antibiotika, gegen die er resistent ist, aber die anderen nicht. Und dann haben wir den Schlons im Boden. Und lass mal nicht machen. Diese methanogenen Archaeen sind ein Forschungsgebiet von Gunther Wegener am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen. In der Fachzeitschrift Review of Microbiology beschrieb er 2022 zusammen mit der Meeresforscherin Antje Boetius oder Boetius, wie Mikroorganismen Öl in Methan und Kohlendioxid zerlegen. Wegener bezweifelt jedoch, dass relevante Mengen an Wasserstoff mit dem Verfahren von Schemfiter die Oberfläche erreichen. Wenn im Untergrund Wasserstoff erzeugt wird, würden die Archaeen den Wasserstoff ziemlich schnell verschlingen und sofort anfangen, daraus Methan zu erzeugen. Ja, das ist natürlich ganz hervorragend. Was wir jetzt ganz dringend brauchen, sind noch mehr Prozesse, die Methan generieren. Das ist läuft, Leute, läuft. Es ist ganz prima. Ist klasse. Wir könnten natürlich das Methan dann wieder in seine Einzelteile zerlegen. Oberirdisch? Nein. Methan ist aber kein CO2, das ist doch gut. Ja, ein Methan ist 25 CO2, das ist nicht so geil. Smarty kommt aus derselben Ecke, ihr habt euch doch abgesprochen. Das ist ein bekannter Prozess. Auch wenn bei der Ölförderung Wasser in den Untergrund gepumpt wird, kommt es schon zur mikrobiellen Bildung von Methan. Eigentlich wollte auch er früher an das nicht förderbare Öl im Untergrund ran, berichtet er, aber das habe sich aus Klimaschutzgründen geändert. Vor 10 Jahren war die Industrie sehr interessiert an den Mikroorganismen, die Öl zu Erdgas zerlegen. In Zukunft will man jedoch auch das Erdgas lieber im Untergrund belassen, erklärt Wegener. Doch auch, was übrigens extrem schlau ist, ne? Und zeigt, dass Leute tatsächlich in der Lage sind zu lernen. Doch auch dann, wenn sich die gezielt zur Wasserstoffproduktion entwickelten Kulturen im Untergrund einleben sollten, dürften die absoluten Mengen immer noch sehr gering sein, erwartet der Mikrobiologe und Geochemiker Gunther Wegener. Der entstehende Wasserstoff hemmt die weitere Abbauarbeit der Mikroben ebenfalls wieder, so würden sich kaum aufsteigende Bläschen bilden. Und die, die sich bilden, finden ihren Weg womöglich versperrt durch das gleichfalls entstehende Kohlendioxid. Das nämlich reagiert im Untergrund zu Carbonaten, die dann die Kanäle zwischen den Bohren verstopfen. Na toll. Wisst ihr, was wir da machen müssen? Wenn Calciumcarbonat, sprich Kalk, wieder eure Kanäle verstopft? Ölbakterien leben länger mit Kalk und... Entschuldigung. Smarty und Arken, die tippen auf Zitronensäure. Zitronensäure war mir zu langweilig. Das ist ratzfatz dicht, ergänzt Karl Mayer. Das ist dann wie zementiert, je nachdem, um welches Gestein es sich handelt. Ja, und dann hast du... Also es ist... Ich sehe die Probleme an dieser Technologie sehr deutlich. Du bist zu langweilig. Oh, Akne, jetzt nicht schmollen. Ich mag allerdings das Emote von Marek sehr gerne. Ganz hervorragender, beleidigter Käfer. Selbst wenn der Wasserstoff nicht zum Methan weggefressen wird und die Zugangswege offen bleiben, auch eine 3- oder 6-fache Menge an Wasserstoff sei als absolute Menge immer noch zu gering, um wirtschaftlich zu sein, sagt Karl Mayer. Auch Wegener kann sich nicht vorstellen, dass der Wasserstoff nur so aus dem Bohrloch herauszischt. Endlich zischt er und sprudelt nicht mehr. Einfach, weil die Mengen an Gas zu gering sind. Denn neben thermodynamischen Betrachtungen gehören die anaeroben Arten, die ohne Sauerstoff und Licht leben, eher zu den Faultieren unter den Mikroorganismen.
die sich im Zeitlupentempo vermehren. Logisch, weil nämlich ne, die Energiemenge da unten nicht so doll ist. Da muss man alles ein bisschen Piano angehen lassen, ne? Eher mal gechillt sein, Mann, wenn dein Energielevel gerade nicht so hoch ist, ne? Und deine Welt sieht dunkel aus und irgendwie grau und alles ist so ölig und zäh. Da musst du einfach mal den Chill in dein Leben bringen und vielleicht so ein bisschen langsamer Stoffwechsel machen und dich nicht so doll vermehren. Dann, weißt du, dann geht das alles schon. Smarty, dann nehmen wir halt Schwefelsäure, dann wird doch gleich das Rohr in die Öffnung mit vergrößert. So gibt es automatisch weniger Probleme mit Verkalkung. Smarty, ich sehe eine große Karriere für dich in der Ölindustrie. Nicht ohne Grund würden auch die schwarzen Teerklumpen, die oberirdisch durch Havarien und Ölunfälle an Stränden gelandet sind, nicht verschwinden. In den dunklen Brocken findet kein Abbau statt, sagt Wegener, denn das ist ziemlich sperrige Nahrung und das trotz Sauerstoff, der zur Verfügung steht und den Abbau erleichtert. Arkenir will Königswasser nehmen, nicht Königswasser nehmen, Arkenir. Das zersetzt doch den goldenen Wasserstoff. Ein weiteres Problem ist das ebenfalls entstehende Kohlendioxid. Chemvita schreibt davon, das Klimagas aufzufangen und wieder zu speichern. Allerdings ohne Details zu nennen. Ja, warum auch? Details sind voll überbewertet. Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um eine nebensächliche Erwägung. Abtrennung, Verdichtung und Verpressung des Kohlendioxids in den Untergrund sind ein energieaufwendiger Prozess, der den Nettoenergiegewinn durch die Wasserstoffproduktion deutlich reduziert. Wenn nicht sogar annulliert, wäre ja mal spannend, ne? Dann können sie quasi den gewonnenen Wasserstoff gleich benutzen, um ihre Kohlenstoffdioxidpresse zu betreiben. Und wir gucken einfach mal, ob am Ende noch was übrig bleibt. Außerdem muss ein geeignetes Reservoir für das CO2 gefunden werden, denn nicht jede Lagerstätte eignet sich für die Einlagerung von Kohlendioxid. Was? Komisch. Kann das nicht einfach in Omas Haus stellen? Die braucht doch eh ein paar Zimmer nicht mehr. Nicht jede Lagerstätte eignet sich für die Einlagerung von Kohlendioxid. Doch trotz aller Widrigkeiten der Methanbildung, der Umsiedlung vom geschützten Labor ins raue Feld, der schwerfälligen anaeroben Aktivitäten, der verstopften Poren, das Interesse der Ölindustrie sei riesig, sagt der Geomikrobiologe Karl Meyer aus seinen Erfahrungen mit eigenen Projekten und betont, das ist ein ganz heißes Thema in der Ölindustrie. Die komplette Infrastruktur ist da, die kostenintensiven Bohrungen haben auch schon stattgefunden und in einem Video brüsten sich die CEOs von Chemvita damit, aus negativem Carbon so positives Carbon zu machen. Hä? Aus negativem Carbon positives Carbon. Also ich weiß schon, was sie meinen, ne? Sie machen aus dem bösen, klimaschädlichen Öl was Tolles, Klimafreundliches. Aber so sicher bin ich mir da nicht. Weil, vor allen Dingen, weil sie ja eigentlich gar kein Carbon draus machen. That's the point. Ihr wollt es in Wasserstoff zerlegen. Es ergibt einfach alles vorne und hinten irgendwie wenig Sinn. Also ich verstehe schon, ne, dass sie sagen wollen und wir machen aus Erdöl irgendwie
eine ganz tolle Geschichte, aber ach nee, sehe ich irgendwie noch nicht. Für Karl Mayer ein wichtiger Aspekt. Wenn sich die Ölindustrie damit ein grünes Image aneignen könne, sei das interessant. Nein, dann sei das kacke. Ich bin eigentlich kein Fan davon, dass die Ölindustrie sich ein grünes Image aneignet. Ich finde, für die Ölindustrie kann gerne so tiefschwarz bleiben, wie sie ist. Und wir lassen das Konzept Ölindustrie einfach auslaufen und machen was Neues. Da wäre ich klar dafür. Dass bei dem Verfahren große Mengen Kohlendioxid entstehen, ficht die Beteiligten nicht an. Ich glaube, man kann das so sagen, es ist nur ungewöhnlich im Sinne von, es stört sie nicht. Cemvita hat dieses Problem mit einem kleinen Pfeil auf seinem Prospekt in einem Fließbild gekennzeichnet. Austretendes CO2. Zurückpumpen. In einem grauen Kasten steht CO2, also CO2 Storage. Wiedereinlagerung in den Untergrund. Laut Energieforscher Ückert wäre es dann allerdings per Definition gar kein goldener, sondern eher blauer Wasserstoff. Er entspräche also der klassischen Wasserstofferzeugung aus Erdgas mit anschließendem Einfangen des Kohlendioxids zum Speicherung im Untergrund. Aber eigentlich soll das Gas sogar ein eigenes Geschäftsfeld werden. Cemvita will zusammen mit Wasserstoff und grünem Strom daraus wieder Chemikalien herstellen, die man konventionell bisher aus Erdöl produziert. Ein Beispiel nennt sie konkret. Kerosin für Flugzeuge. Da! Komm, wir nehmen das gemeine Erdöl, lassen es so von Bakterien in Wasserstoff zersetzen. Das Nebenprodukt CO2 verstauen wir im Boden, sind damit voll grün. Das Nebenprodukt Erdöl nehmen wir und raffinieren es zu Kerosin für Flugzeuge. Ich habe so ein Bild im Kopf. Von so einem klassischen Disney-Schurken, der halt voll versucht, auf Held zu machen, ne? Und erzählt so seinen Plan und dann machen wir hier und Blümchen und Tiere und alles ist happy und es blinkt und toll und hier könnten wir ein Teerbad aufbauen. Also ich meinte, This is literally what happened. So. Ja, und dann fangen wir das alles ein und es ist voll grün und dann und daraus machen wir Kerosin für Flugzeuge. Ach nee. Oh. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Arkenier, ich habe eine wichtige Frage. Hat man euch ins Gehirn Spaten, ich weiß auch nicht, warum da vorher noch niemand drauf gekommen ist. Ist das dann quasi goldenes Kerosin? Ist das also... Oh Gott. Und ja, Smarty, Flugzeug- und Schiffstreibstoff sind ziemlich die einzigen halbwegs sinnvollen Anwendungsgebiete für diese ominösen E-Fuels. Das ist durchaus richtig. Aber aus dem Nebenprodukt Erdgas gewonnenes, also umgewandeltes Kerosin ist scheiße. Manchmal weiß ich wirklich nicht, was ich noch sagen soll. Vielleicht wird die Ressource im Untergrund jedoch ohnehin obsolet. Während Cemvita damit wirbt, die Schwerindustrie von Öl, Gas und Bergbau neu zu erfinden, entsteht, ebenfalls in Texas, ein ganz anderes Wasserstoffprojekt über der Erde. Der Gasproduzent Air Products, der verkauft offensichtlich hauptsächlich heiße Luft,
Deswegen steht er in Texas. baut mit The AES Corporation einem globalen Energieunternehmen für 4 Milliarden US-Dollar eine neue Produktionsstätte für grünen Wasserstoff. Ab 2027 wollen sie aus Wind- und Sonnenenergie Wasserstoff mit Elektrolyseuren erzeugen, ganz ohne neue Mikroben und ganz ohne Ölfelder und mitten im Zentrum der amerikanischen Erdölindustrie. Ich verrate euch mal einen Trick. Wenn ihr da Wind- und Sonnenenergie habt, dann klemmt euch doch einfach den Wasserstoffschritt und transportiert das direkt. Also ich meine, müsst ihr halt ein Kabel ziehen, ja, aber how about? Ich meine, ihr hattet ein Telegrafennetz. Das ist im Grunde dasselbe. Nur das Kabel ist ein bisschen größer. Ihr habt doch Übung, Leute. Lasst doch den Wasserstoffquatsch. Freileitung hängen viel effizienter. Ja, Agnir. Ja, ich weiß doch. Bitte nicht Kabel und Leitung verwechseln. Agni, ich habe literally keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Kabel und Leitung ist. Ich weiß, du hast es irgendwann schon mal erklärt. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass dieser Unterschied existiert, aber er spielt in meinem Leben einfach keine Rolle. Es tut mir leid. Kabel sind im Boden und Leitung ist frei hängen. Ja, das, ungefähr das. Ne? Ihr sollt halt irgendwie einen Metalldraht von A nach B spannen. So, wie auch immer der dann heißt. Dass der Strom dahin kann. Da muss man den nicht in Wasserstoff umwandeln und den dann mit LKW, die mit Kerosin für Flugzeuge betrieben werden, dann durch die USA karren. Ich weiß doch auch nicht. Aber es ist eine WLAN-Leitung und nicht das berühmte WLAN-Kabel. Also es ist eine WLAN-Leitung und nicht das berühmte WLAN-Kabel. So, so. Ja, genau. Genau so. Vorausgesetzt, ne, dein WLAN ist freihängend. Wenn dein WLAN natürlich unter der Erde verlegt wurde, dann ist es wieder ein WLAN-Kabel. Ja, okay, das war erstaunlich spannend und auch ein bisschen irritierend, vielleicht. Aber wir nehmen daraus mit, ne, dass das Ganze im Bodengebuddel hat eigentlich wirklich wenig Sinn. Es gibt einfach wirklich nur noch ein paar Leute, die den Schuss noch nicht gehört haben. Naja gut, es gibt wirklich ein paar mehr Leute, die den Schuss noch nicht gehört haben, ne. Haben wir ja hier in Deutschland auch noch unsere Schwierigkeiten. Aber das wird, ich bin zuversichtlich. Es geht um Elephantiasis als nächstes. Wir machen also wieder, also die Brücke sind Mikroorganismen. Wir wechseln ansonsten aber hart das Thema und beschäftigen uns jetzt mit einer Infektionskrankheit, die zum massiven Anschwellen von Körperteilen führt. Ne? Der ist meistens der Beine und Füße, deswegen Elephantiasis, ne? Im Sinne von es wird dick und stampferig. Wir hören hier von Nepal, das ist aber eine Erkrankung, die grundsätzlich auch auf dem afrikanischen Kontinent existiert und da nicht weniger problematisch ist.
Es ist ein bisschen, also zumindest ne, aus unserer eurozentrischen Sicht, eine etwas exotische Krankheit. Die ist aber in den betroffenen Gebieten ein durchaus ernstzunehmendes Problem. Und ja, in diesem Beitrag geht es so ein bisschen darum, dass eine Mikrobiologin vor Ort eben versucht, dieser Krankheit Herr zu werden und sie auszurotten. Und ich dachte, es ist eine schöne Gelegenheit, sich einmal A mit dem, ne, mit den Überlegungen zu beschäftigen, die in dem Zusammenhang nötig sind. Und B, sich auch mal eine Krankheit, mit der man nicht in regelmäßigen Abständen konfrontiert ist, nochmal ins Gedächtnis zu rufen, um sich klarzumachen, was es da draußen so für Schwierigkeiten gibt, außerhalb des eigenen Tellerrands, sozusagen. Ne? Und wenn man dann das nächste Mal mit der Männergrippe da niederliegt, ne, weiß man, es gibt anderswo Krankheiten, die sind fast genauso schlimm. Und dann fühlt man sich vielleicht ein kleines bisschen besser. Kampf der Elefantiasis. Das Elefantenmensch-Syndrom lässt Gliedmaßen und Geschlechtsteile grotesk anschwellen. In Nepal versucht die Mikrobiologin Dina... Oh Gott, ich werde diesen Namen ganz furchtbar... Shrista möglicherweise die Krankheit auszurotten. Das Dorf Saliantar liegt nur 120 Kilometer von Kathmandu entfernt, doch die Reise dorthin dauert 4,5 Stunden. Das kommt davon, wenn man mit der Deutschen Bahn fährt. Hust. Schlechte Straßen führen steile Hänge hinunter und hinauf. Die Kurven wollen nicht enden. Eine Fahrt wie in einem Karussell für Dina. Ich lasse den Nachnamen jetzt mal aus, weil ansonsten werde ich jedes Mal versuchen, mir da irgendwie und so. Bleich sitzt sie auf der Rückbank. Geht schon, sagt sie. Wir haben keine Zeit für eine Pause. Plötzlich weist sie den Fahrer doch an, er möge anhalten. Sie drückt die Tür des Geländewagens auf, wankt zum Straßenrand und erbricht ihr Frühstück in den Abhang. Erbricht man sich in den Abhang? Erbricht man sich auf den Abhang? Erbricht man sich den Abhang hinab? Ich bezweifle die Wahl der Präposition an, aber es ist Details. Die 40-Jährige könnte es bequemer haben. Immer noch in einem klimatisierten Labor im brasilianischen Ouro Preto forschen, wo sie mit italienischen und brasilianischen Stipendien ihre Doktorarbeit in Parasitologie geschrieben hat. Der Brain Drain, das Weggehen und Wegbleiben der besten Köpfe, hemmt die Entwicklung armer Nationen. Aber Dina entscheidet sich, in ihre Heimat zurückzukehren. In Nepal fühle ich mich frei und unabhängig und ich kann etwas bewirken für die Menschen und das Land. Das glaube ich in Nepal sofort. Wenn man sich den Abhang hinabbricht, fällt man auch den Berg herunter. Ich glaube, wenn man den Abhang hinabgeht, bricht man sich dabei möglicherweise was. So ist der Zusammenhang, aber ich bin gerade auch verwirrt. So. Das ist übrigens ein ernsthaftes Problem, ne? Das sie hier ansprechen, der Brain Drain. Den hört man jetzt Deutschland, also hierzulande, auch immer öfter im Zusammenhang mit dem neuen Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Ja, looking at you, Wisszeit VG. Denn das würde nämlich auch dazu führen, dass wir ein ähnliches Schicksal erleiden, ne? Dass immer mehr Forscher ins Ausland gehen und hier dann keine Forschung mehr stattfindet. Das wäre für Deutschland möglicherweise nicht ganz so dramatisch, wie es für Nepal ist, ne? Weil an deutschen Themen dann eben in den Nachbarländern geforscht werden würde. Da deckt sich ja sehr viel. Es ist jetzt aber nicht so, dass Nepals Nachbarländer irgendwie ein sehr gesundes Forschungsfeld hätten, mit dem sie da vielleicht Dinge kompensieren könnten. Insofern, ne, ist es für die ganze Region einfach ein Riesenthema. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, ne, dass man mit einer guten Ausbildung anderswo deutlich mehr Geld verdienen kann als
zum Beispiel in Nepal. Wo natürlich einfach, also wo halt die Kassen leerer sind. Moment, es gibt in Deutschland einen Wissenschaftszeit. Nicht 16, das ist ja eigentlich schon eine Leistung, wenn man irgendwie würdigen müsste, wenn das Thema nicht so traurig ist. Ja, ja, Smarty, es gibt in Deutschland ein Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Nicht 16, das ist völlig richtig. Das liegt daran, dass es Arbeitsrecht ist. Und ich glaube, Arbeitsrecht ist Bundessache, wenn ich das richtig im Kopf habe. Damit ist der Bund da weisungsbefugt. Das ist, also das wird zwar vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gemacht, ist aber eben keine Bildungspolitik per se, weil das wäre nämlich Ländersache, ne? Da ist halt der Knackpunkt. Es ist halt quasi eine große Ausnahme von den eigentlichen Arbeitnehmerrechten. Das per se ist eigentlich schon gruselig, wenn man das so sagt, ne? Wenn man sagt, wir haben eine Klasse Menschen in Deutschland, für die gelten die üblichen Arbeitnehmerrechte nicht, ne? Leute, die, das sind nämlich in Deutschland folgende Personen, das sind Leute, die für die Kirchen arbeiten, die nämlich ein eigenes Arbeitsrecht haben oder zumindest haben dürfen, ne, mit entsprechenden Schwierigkeiten. Und Leute, die für die Kirche Wissenschaft arbeiten, offensichtlich, weil die haben zwar kein komplett eigenes Arbeitsrecht, ne, und unterliegen auch Tarifverträgen, aber da ist es eben auch so, dass durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz da bestimmte normale Regelungen, die für Arbeitnehmer in Deutschland gelten, eben für Wissenschaftler nicht gelten. Oder anders gelten. Die andere Glaubensgruppierung ist also dann Scientologe. Ja. Wenn das nicht negativ konnotiert wäre, könnte man das so sagen. Und hallo Mantul, schön, dass du reinschaust. Shrishta ist unterwegs in die Berge, um im Dorf Sayantar, ein Pilotprojekt ihres Forschungsinstituts, zu besuchen. Wieso ist das negativ konnotiert? Weil Scientology nicht unbedingt eine geile Gruppierung ist, Mantul. Zum ersten Mal werden in Nepal Moskitos mit Standard- und computergestützten Fallen gefangen und auf Wurmlarven untersucht. Die Studie soll bei der Bekämpfung der Elephantiasis helfen, einer Krankheit, die vor allem ärmere Menschen in Entwicklungsländern trifft. Und offensichtlich über Moskitos übertragen wird. Und wir hören auch, ne, es handelt sich um Parasiten, also um Würmer, die von diesen Moskitos übertragen werden. Sie werden das gleich erklären. Ne, ich mal gucken, wie tief sie in die Materie gehen, aber grundsätzlich ist es so, dass sich eben dann diese Fadenwürmer in den Lymphgefäßen breit machen. Und da den Lymphfluss verstopfen. Und dann kriegt man dicke Beine. Oder dickes irgendwas, je nachdem, wo halt das Würmchen gerade sitzt. Ich kenne Bilder von Leuten mit ihren Klöten in der Schubkarre aufgrund dieser Erkrankung. Dabei schwellen vor allem die unteren Extremitäten an, in manchen Fällen so schlimm, dass sie an die Beine und Füße von Elefanten erinnern. Rund 15 Millionen Menschen weltweit sind von den Ödemen betroffen, die durch Fadenwürmer ausgelöst werden. Bei Männern können die Hodensäcke aufblähen, manchmal bis zur Größe einer Mango, manchmal bis zur Größe eines Basketballs. 25 Millionen Männer leiden laut WHO daran. Aber wenn nur rund 15 Millionen Menschen weltweit von den Ödemen betroffen sind, wie können dann 25 Millionen Männer daran leiden?
Das muss mir jetzt einer erklären. Wie diese Diskrepanz zustande kommt. Übersehe ich was oder ist das hart widersprüchlich? Kann man daran leiden und kein Ödem haben? Ist das der Schlüssel? Aber das Ödem ist doch das Kernsymptom, also das Kernproblem dieser Ich begreif's nicht. Männer sind keine Menschen. Ach, Smarty! Ja klar! Das wird's sein. Also 15 Millionen Menschen und 25 Millionen Männer. Also insgesamt dann 40 Millionen Personen. Okay, dann... Oh Gott. Also ich vermute, es sind einfach unterschiedliche Quellen für Zahlen. Es ist aber sehr unglücklich, dass es hier auch so direkt hintereinander steht. Ne? Da hätte man eventuell das ein bisschen besser verknüpfen müssen oder zumindest auf den Unterschied einmal eingehen. An der Krankheit stirbt man nicht, sagt Shrishta. Aber sie führt zu körperlichen Behinderungen, zu seelischen Qualen und sie ist ein Hemmschuh für die Entwicklung armer Familien und Gesellschaften. Im wahrsten Sinne des Wortes, also mit so einem Klumpfuß ist halt schwierig, ne? Geisterfuchs, mach das nicht. Extrablatt, Extrablatt, 25 Millionen Männer haben dicke Eier. Es sind doch nicht immer die Eier. Ja, oh Gott, das ist so blöd. Der ist so unreif. Aber er ist trotzdem irgendwie schön. Im Dorf Saljantar ist auch die 39-jährige Bimana Opreti betroffen. Den ganzen Morgen über hat sie mit ihrem Mann Govind Linsen geerntet. Die Grundlage des täglichen Dahl. Der Ehemann trägt die Ernte zu ihrem Hof. Wenn Bimana schwere Lasten schleppen muss, wird der Schmerz zu groß. Ihr rechter Unterschenkel und Fuß sind geschwollen. Govind macht Milchtee für seine Frau und Dina Shrishta, während Bimala erzählt. Mit etwa 18 Jahren spürte ich zunächst ein Knötchen am Oberschenkel, sagt die Bäuerin. Bestimmt von den Fadenwürmern, die sich im Lymphknoten einnisten, vermutete Shrishta. Dann schwoll mein Unterschenkel an, berichtet Bimala Opreti weiter. Ich hatte Fieber und Schmerzen und ich hatte große Angst. Was würden meine Schwiegereltern sagen? Würde mich mein Mann verlassen? Wie fast alle Mädchen im Dorf hatte Bimala früh geheiratet, mit 17. Ich wollte gerade sagen, ihr Mann mit 18 ist aber schon hart, aber klar, ne, andere Länder, andere Sitten und so. Ihr Mann war ein paar Jahre älter, eine arrangierte Ehe, wie die meisten. Traditionell geht die Braut in das Haus des Bräutigams und lebt dort auch mit den Schwiegereltern zusammen. In der patriarchalen Gesellschaft sind viele Schwiegertöchter nur wohl gelitten, wenn sie Jungen zur Welt bringen. Sie sollen arbeiten und nicht krank werden. Hashtag soziale Schwierigkeiten. Da muss dringend reformiert werden. Aber ich habe einen guten Mann, sagt Bimala Opreti. Er brachte sie nach Kathmandu in ein Krankenhaus. Dort fanden die Ärzte die Ursache ihres Leidens zunächst nicht. Gewöhnlich brechen die Symptome erst bei viel älteren Menschen aus, erklärt Shrishta, nachdem die Würmer Jahre und Jahrzehnte im Körper waren. Schließlich hatte ein Arzt die richtige Idee. Er nahm Bimala eine Blutprobe ab, in der Nacht, denn der Nachwuchs der erwachsenen Würmer in den Lymphknoten, die Mikrofilarien, machen sich vor allem nachts auf den Weg durch die Blutbahnen, weil die Moskitos, die sie zur Weiterentwicklung brauchen, hauptsächlich in Dämmerung und Dunkelheit aktiv sind. Und da sehen wir ein wunderbares Beispiel, ne, für Koevolution. Diese beiden Organismen sind so aufeinander abgestimmt, ne, dass sie sich regelrecht suchen. Mikrofilarien sind sehr kleine Würmer im Grunde, die in der Lage sind, sich durchs Gewebe zu bewegen. Bekommen die Larven das im Körper mit, ob Dämmerung ist? Klar, Smarty, wir haben ja einen zirkadianen Rhythmus. Ne? Jede Zelle in unserem Körper bekommt mit, wenn es dunkel ist. Und dementsprechend anhand von diversen Signalen, ne, ist es durchaus mitzubekommen. Spätestens, ne, wenn
Wenn der Wirt schlafen geht, ändert sich ja doch die Körperchemie merklich. Und das ist durchaus detektierbar. Plus, theoretisch müssen sie aber das auch nicht detektieren, wenn sie einen eigenen zirkadianen Rhythmus haben, ne? Also ich meine, auch die bestehen ja aus Zellen, die potenziell in der Lage sind, bestimmte Signale wahrzunehmen. Aus der, also eventuell halt auch aus der Umwelt, ne? Ich meine, ja, sie haben jetzt keinen Kontakt zur Oberfläche, aber Lichteinstrahlung und so können natürlich auch bei ein paar Gewebeschichten tiefer noch einen Einfluss haben. Ich finde es halt trotzdem unglaublich gut, ne, wie dieses Beispiel zeigt, wie sich so zwei Arten über die Jahrtausende, wenn nicht Zehntausende oder ja, Millionen will ich jetzt nicht sagen, weil so lange gibt es Menschen noch nicht, die ja hier eine Rolle spielen, aber ne, definitiv über die Jahrtausende so gut aufeinander abstimmen können. Ne? Wir hatten am Anfang des Streams die Pocken, die mindestens 3800 Jahre alt sind, wie jetzt neue Erkenntnisse zeigen, und sich ja ganz speziell auf den Menschen zugeschnitten haben. Ne? Das Variola-Virus, das die klassischen Pocken auslöst, hat als einzigen Wirt den Menschen. Und das ist schon ziemlich spezialisiert. Ne? Und hier sehen wir eben eine andere Form von Spezialisierung. Die sind eben wunderbar in der Lage, A, sich im Menschen einzunisten. Ich weiß gerade nicht, ob sie das nur im Menschen tun. Vielleicht reicht ihnen irgendein Säugetier, das könnte durchaus sein. Und sind aber eben so spezialisiert, dass sie genau wissen, also natürlich nicht wissen im Sinne von Wissen, aber dass sie nach und nach darauf selektiert wurden, dass eben die Mikrofilarien hauptsächlich des Nächtens sich auf den Weg machen, ne? Um da eben dann durch den Moskitostich aufgenommen zu werden und zum nächsten Wirt gebracht. Sticht ein Moskito einen infizierten Menschen, saugt er auch die Mikrofilarien auf. Die Larven brauchen das Insekt als Zwischenwirt. Vom Mückendarm wandern sie in die Brustmuskulatur, entwickeln sich dort weiter. Dann bewegen sie sich zum Stechrüssel. Wenn der Moskito nun erneut einen Menschen sticht, kann die Larve über diese winzige Wunde erneut in einen Menschen eindringen, zu einem Lymphknoten wandern, dort zu einem erwachsenen Wurm werden und wieder Mikrofilarien produzieren. Das ist so ein klassischer, ne, Entwicklungszyklus mit Wurzwechsel. Ne? Ich mache meine eine Fortpflanzung in diesem Wirt und ich mache meine andere Entwicklung in jenem Wirt und habe dann immer so ein Hin und Her. Tatsächlich ließen sich im Blutabstrich von Bimala unter dem Mikroskop die zuckenden Fäden erkennen. Die weisen das echt mikroskopisch nach. Ich meine, ich wusste, dass es geht, aber ja gut, das ist Nepal. Ja, okay. Mit zunehmender Erderwärmung könnte es also auch bei uns in Zukunft größere Wellen schlagen, wie zum Beispiel Malaria etc. Ich glaube, das ist eine Erkrankung, die ist noch verhältnismäßig weit weg. Und ich ich weiß gerade nicht, welche Mücken es braucht, um das zu übertragen. Das könnte auch nochmal eine Rolle spielen. Aber technisch gesehen, ja, ne, auch diese Erkrankungen werden nordwärts wandern. Ist von auszugehen. Oder südwärts, ne, je nachdem. Also zu den Polen ist die Aussage hier. Der Arzt stellte die Diagnose lymphatische Filariose nach einem Befall mit Wucheria bancrofti. Ja, das heißt so. Die Fadenwürmer stören den Fluss der Lymphflüssigkeit aus dem Gewebe. Sie staut sich deshalb in den Lymphgefäßen an. Außerdem lösen die Würmer eine Immunantwort des Körpers aus, die zu Entzündungen und Schwellungen führt. Es kommt zu Sekundärinfektionen durch Bakterien und Pilze. Oder mit Bakterien und Pilzen, stand hier wahrscheinlich ursprünglich mal.
All das trägt zur Entwicklung von Elephantiasis bei. So wird die Krankheit bezeichnet, wenn sich die Ödeme entwickelt haben. So, und hier sehen wir, ne, das Bild wirkt auf mich sogar relativ authentisch. Das hat er, also es ist wahrscheinlich, so wie es aussieht, ja auch in Nepal gemacht worden. Sie tragen keine Handschuhe, das ist das Einzige, was ich zu kritisieren habe. Die Handschuhe sind hier offensichtlich irgendwie hingeknüllt, aus Gründen, weiß ich nicht genau. Ich meine, wir wissen nicht exakt, mit was sie arbeiten, wir sehen es nicht. Aber ich würde dabei Handschuhe tragen, just in case. Außerdem Blutprobe, ne? Aber ansonsten sind das wahrscheinlich tatsächlich die Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Es gibt Medikamente, die die Larven im Körper abtöten, erklärt Dina Shrestha. Im Jahr 2015 gab es für deren Entdecker sogar den Medizin-Nobelpreis. Doch heilen lässt sich Elephantiasis nicht. Wenn sich erst Symptome entwickelt haben, lassen sie sich nicht mehr ganz umkehren. Deshalb konnte der Arzt bei Mana Opreti die Krankheit verstoppen und eine schlimme Entstellung verhindern. Trotzdem muss sie nun mit einem geschädigten Fuß durchs Leben gehen. Hätten sie ihre Frau auch geheiratet, wenn sie gewusst hätten, dass sie infiziert war? Fragte Shrestha den Ehemann. Govind Opreti zögert. Dann sagt er, eine schwierige Frage. Will nicht jeder Bräutigam eine gesunde Braut? Ihr Leben wäre anders verlaufen, sagt Bimana Opreti. Ich wäre einsam geblieben. Die Menschen hätten mir nicht ins Gesicht geschaut, sondern nur mein Bein gesehen. So viel individuelles Leid. Jeder Fall ist einer zu viel, denn jeder wäre vermeidbar, sagt Shrestha. Weltweit sind 120 Millionen Menschen infiziert. Das werden immer mehr. Ich meine, gut, infiziert heißt nicht mit Ödem, ne? Das ist klar. Aber krass ist es schon. Ich meine, die Zahl ist schon bemerkenswert. Das hat lange kaum jemanden interessiert. Die Elephantiasis gehört zu den vernachlässigten Tropenkrankheiten. Ja, Neglected Tropical Diseases. Es klingt immer super witzig, aber finde ich, also, weil es halt auch ein Journal gibt von Neglected Tropical Diseases für vernachlässigte Tropenkrankheiten. Es klingt immer so ein bisschen nach Sozialprojekt, ne, wie Jugendamt nur für Krankheitserreger. Aber tatsächlich geht es halt genau um sowas, ne, und das ist eigentlich gar nicht witzig. Es ist ein wirklich ernsthaftes Problem. Vernachlässigt, weil sie nur die Armen betrifft. Es braucht wahrscheinlich hunderte bis tausende Stiche mit infizierten Mücken, bis die Würmer sich im Körper festsetzen können, sagt Shrestha. Betroffen sind also Menschen, die unter unhygienischen Bedingungen leben, zusammen mit ihrem Vieh, ohne Kanalisation, wo das Wasser in Pfützen steht, in denen sich Moskitos entwickeln können. Ja, hier auf dem Bild sehen wir das auch nochmal, ne? Hier das Bein, Knie abwärts. 120 Millionen sind rund 1,5% der Weltbevölkerung. Ja. Wir sind jetzt in Nepal. Nepal ist nicht weit weg von Indien. Indien ist, glaube ich, noch nicht ganz das bevölkerungsreichste Land der Erde, aber es ist nimmt hart Kurs auf diesen Rekord. China wird da demnächst abgelöst. Ja, und dann, wie gesagt, ich glaube, auf dem afrikanischen Kontinent gibt es das auch. Das ist also relativ weit verbreitet. Das ist schon krass. Ne? Also es ist nicht so, als wäre diese Krankheit global gesehen nicht bedeutend. Sie ist halt nur bedeutend unter den Leuten, die kein Geld haben, um sich Medikamente zu kaufen. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema. Das ist derselbe Grund, ne? warum HIV und Tuberkulose und andere Erkrankungen in ärmeren Regionen noch eine Rolle spielen. Da sind ja, also nicht Syphilis, das andere, Typhus. Wir haben eine Fluffing-Impfung gegen Typhus. Trotzdem ist Typhus gerade im Süd- und Südostasiatischen Raum immer noch ein massives Problem. Gerade unter Kindern.
zahlt nur keiner. Das ist so ein Thema, da kannst du mich nachts um 3 wecken und ich fange an, mich aufzuregen. Im Jahr 2000 rief die WHO ihr Programm zur Eliminierung der lymphatischen Filariose mit Hilfe von Mass Drug Administrations aus. MDA ist möglicherweise eine etwas ungünstige Abkürzung. Aber das andere war MDMA, glaube ich. In Endemiegebieten sollte die gesamte Bevölkerung 5 Jahre in Folge Tabletten nehmen, die Mikrofilarien im Körper abtöten können. Bis 2020 sollte die Krankheit ausgerottet sein. Das ist nicht so gut gealtert, vermute ich. In einigen Ländern hat das funktioniert. Oh, na immerhin. Auch in Nepal gab es Fortschritte. In einzelnen Distrikten hatte zur Jahrtausendwende jeder 5. Einwohner den Parasiten. Sie merken das meist gar nicht, weil viele Fälle symptomlos verlaufen und es nicht zu Ödemen kommt. I see. Von ehemals 63 endemischen Distrikten gelten heute 48 als frei von Filariose. Okay, das ist ja schon mal ordentlich. Also, das klingt jetzt erstmal solide. Doch stimmen die Erfolgsmeldungen? Haben die Aktionen auch abgelegene Weiler und Höfe erreicht? Seit Dina Shrestha vor 7 Jahren mit befreundeten Mikrobiologen das Center for Health and Disease Studies of Nepal wurde die Filariose zu einer zentralen Aufgabe ihres Instituts für angewandte Forschung. Masern ist ja auch ein Beispiel, die eben begonnene Liste ergänzen würde. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Von internationalen und nationalen Gebern finanziert, führte ihr Team in rund 40 Distrikten Studien durch, um zu erkennen, ob sich die Krankheit trotz der Tablettenaktionen noch übertragen kann. Erst- und Zweitklässler wurden systematischen Tests unterzogen. Die Kinder sind so jung, dass sie keine Tabletten bekommen hatten. Wenn sich bei vielen Kindern Antigene des Parasiten im Blut finden, bedeutet dies, dass die Übertragung in der Region noch nicht vollständig und sicher gestoppt ist. In einigen Fällen mussten die Gesundheitsbehörden die Tablettenaktionen dann in Hotspots wiederholen. Das klingt doch aber grundsätzlich nach einer brauchbaren Strategie, hätte ich gesagt. Es gibt viele Gründe, warum der Parasit noch nicht überall eliminiert ist. Teils tritt er in Gebieten auf, wo man ihn bisher nicht kannte, weil die Mücken mit dem Klimawandel in immer höher gelegene Regionen vordringen. Da haben wir ihn, ne? Und es ist nochmal eine Dimension, an die ich nicht gedacht habe. Klar, die wandern nordwärts bzw. südwärts, ne? Also Richtung der Pole. Aber sie wandern natürlich auch hoch, weil es auf den Bergen wärmer wird. Viele Menschen sind als Bauarbeiter oder Hausbedienstete für Monate und Jahre in Indien und den Golfstaaten und werden damit von den Tablettenaktionen nicht erreicht. Und es gibt viele, die an der Medizin zweifeln. Einige glauben, dass die Pillen Männer unfruchtbar machen und werfen die Tabletten weg. Naja, wenigstens gibt es überall Kloppis, also... Alle Krankheiten nur so and up we go? Ja, so ein bisschen. Kranken, habe ich das, ich glaube, ich habe das im Zusammenhang möglicherweise sogar schon mal gesagt, das ist das Super Mario-Syndrom. Es klingt Banane, aber wir haben gerade eine große Covid- und Impfleugner-Bewegung hinter uns. Es ist so real. Andere wollen tatsächlich auftretende Nebenwirkungen vermeiden. Besonders bei infizierten Menschen reagiert der Organismus, etwa mit Fieber oder Übelkeit, wenn der Parasit im Körper abstirbt. Ja, ist unangenehm, ist aber vielleicht besser als die Alternative. Das Problem bei dem Antigentest ist, dass er auch noch einige Zeit nach dem Abtöten des Parasiten ein positives Resultat anzeigt. Logischerweise, ne, sowas braucht ein bisschen, bis es verschwindet. Die Blutabstriche und das Erkennen von Mikrofilarien unter dem Mikroskop sind nicht praktikabel, um eine ganze Region zu überwachen. Logisch nicht, wer soll sich die Dinger alle angucken? Wenn wir tatsächlich Live-Einschätzungen wollen, liegt es nahe, dass wir uns die Überträger anschauen.
erklärt Shrishtar. Deshalb findet im Dorf Saljantar das Pilotprojekt mit den Mücken statt. Hier gibt es viele Elefantiasis-Fälle. Es ist ein guter Ort, um zu sehen, ob die Tablettenaktion die Übertragung tatsächlich unterbrochen haben oder nicht. Also nochmal, um zusammenzufassen, was die Strategie ist, die sie versuchen. Ne? Sie hoffen, dass wenn sie die Leute jetzt einen gewissen Zeitraum dauerhaft mit Tabletten abtöten, mit Tabletten versorgen, die die Mikrofilarien abtöten, dann kommt es zu keiner Übertragung von Mikrofilarien auf die Mücken. Und irgendwann, wenn genug Wurm- und Mückengenerationen durch sind, sind alle Mücken wurmfrei. Und dann kommt es eben nicht mehr zur Übertragung. Fallen locken die Moskitos entweder mit Licht oder mit einer erhöhten CO2-Konzentration an. Die herrscht, wenn Menschen schlafen. Im Feldlabor in Saljantar leeren Insektenkundler jeden Morgen die Fallen, bestimmen die Mückenarten unter dem Stereoskop und konservieren sie für die Fahrt nach Kathmandu. Dort werden die Moskitoleiber dann mit PCR-Methodik auf Wurmlarven-DNA untersucht. Finanziert wird die Studie unter anderem von Microsoft. Okay, didn't see that one coming. Das war, weshalb neben herkömmlichen Fangkörben auch die neue Falle des Unternehmens getestet wird, um mithilfe der eingebauten Sensorik Moskitoarten automatisch zu bestimmen. Ziel ist, die wollen Moskitoarten automatisch bestimmen? Okay, da würde mich der technische Hintergrund interessieren, weil das ist nämlich hart. Das ist wirklich hart. Ziel ist es, über ein Jahr hinweg Daten zu sammeln, wie viele Mücken es über die Monate gibt und ob und wann sie infektiös sind. Diese Erkenntnisse könnten dann dazu dienen, nationale und internationale Programme zur Bekämpfung der Elefantiasis zu optimieren, erläutert Shrishtar. Wir haben vorab bei den Bewohnern von Saljantar Antigentests auf die DNA des Parasiten gemacht. Einige waren positiv. Deshalb erwarte ich, dass die Moskitos noch Wurmlarven in sich tragen. Klingt übrigens irritierend, ne? Antigentests auf DNA des Parasiten. Aber auch das geht. Man kann DNA mehr oder weniger spezifisch mit Antikörpern einfangen. Ich vermute, das ist, was hier passiert ist. Ist im Grunde das, ne, was beim Covid-Antigentest auch passiert. Nur eben mit Viren und nicht mit Würmern. Vermutungen allein reichen aber nicht aus. Erst wenn wir sie beweisen, werden Gesundheitsprogramme nachgebessert. Also sie müssen erst nachweisen, dass die Moskitos noch Wurmlarven in sich tragen, dass dann das Gesundheitsprogramm aktualisiert oder nochmal aufgesetzt wird. Okay, das ist natürlich bitter. Aber ich verstehe warum. Na, die haben natürlich nicht genug Geld, um also auf Verdacht nochmal große Programme zu fahren. Das verstehe ich irgendwie. Der Einsatz gegen die Krankheit ist auch ein Kampf für Gerechtigkeit, meint Shrishtar. Es ist einzig eine Frage der Mittel und Ressourcen, die über ihre Eliminierung entscheidet. Tritt Filariose in einer Familie auf, zementiert sie die Armut. Auf einem abgelegenen Hof liegt Nepkimachi, eine Frau in ihren 60ern. Als an ihrem von der Elefantiasis betroffenen Bein eine Sekundärinfektion auftrat, musste sie operiert werden. Um die Behandlung zu bezahlen, nahm er in einem Budi bei einem lokalen Wucherer einen Kredit auf, zu einem Zins von 2% pro Monat. Okay. Um ihn abzuzahlen, musste er für 2 Jahre nach Delhi,
wo er 7 Tage die Woche nachts als Wachmann und morgens als Autowäscher arbeitete. Lebensrealitäten von Leuten in armen Regionen. Ne? Ja, wir haben Armut in Deutschland und ja, wir müssen was dagegen tun und ja, das ist nicht cool. Aber nur um es mal in Relation zu setzen, ne? Wie gut es uns hier geht. Sieben Tage die Woche, nachts als Wachmann, morgens als Autowäscher. Der schläft einfach nicht. Also das sind ja wahrscheinlich auch 10-Stunden-Schichten oder so. Die haben ja nicht irgendwie 6 bis 8 Stunden und eine halbe Stunde Pause. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, der pennt hier mal 2 Stunden und da mal 2 Stunden. 2 Jahre lang. Das kann nicht gesund sein. Der kommt doch völlig am Ende wieder. Mit dem ist nie wieder was anzufangen. Der schläft in der Zeit als Wachmann. Da wäre ich mir nicht sicher, Arkenir. Wenn du so einen Job hast, glaube ich nicht, dass du da schläfst, weil du bist auf diesen Job angewiesen. Da reißt du dir den Dings auf, ja, dass die dich ja auch ja nicht feuern. Vimala Opreti und ihr Mann Govind hatten Glück im Unglück. Dass bei ihr die Krankheit früh erkannt und behandelt wurde, sodass ihre Behinderung nicht allzu schwer ist. Die Eheleute wirken zufrieden. Auf der Straße vor ihrem Hof wankt eine Frau tief gebeugt vorbei, mit einem riesigen Bündel Gras auf dem Rücken, das sie mit Hilfe eines Stirnriemens trägt. Bei uns trage ich alle Lasten nach Hause. Mit Freuden, sagt Govind Opreti, denn meine Frau tut auch alles für mich. Ist ein schönes Schlusswort, ne? Und da muss ich auch nochmal unterstreichen, ne? Auch hier, ne? Die Opretis stemmen das irgendwie. Und wenn hier steht, Bimala und ihr Mann Govind hatten Glück im Unglück. Das gilt für Bimala nochmal doppelt, ne? Dass sie durch eine arrangierte Ehe einen Mann abgekriegt hat, der das teilweise im wahrsten Sinne des Wortes mitträgt. Der sie eben nicht hängen lässt. Was er offensichtlich durchaus ein Fall ist, ne? Ich meine auch hier für Nepki, ne, wo der Mann dann 2 Jahre nach Delhi ist, das muss man auch, also das muss man ja auch erstmal machen. Aber ich finde, das ist immer so was, was halbwegs selbstverständlich klingt, wenn man so aus unserem eurozentristischen Weltbild drauf guckt und an Liebesheirat denkt. Ne? Aber die können sich potenziell nicht mal leiden. Ich meine, klar, wenn du Glück hast, lernst du miteinander umzugehen und vielleicht ist man sich auch halbwegs grün. Aber das sind keine Liebesheiraten. Das heißt, entweder du hast Glück, ne, und du kriegst da irgendwie eine Zuneigung zueinander hin. Ansonsten hast du vielleicht Glück und das Pflichtgefühl, ne, sorgt dafür, dass die Leute einander, also dass die Leute zusammenhalten. Und wenn du Pech hast, hast du Pech. Das ist schon krass. Und ich gucke hier gerade auf den Hintergrund von diesem Bild und wie vollgeräumt das ist. Und ich denke mir, ja, so sieht ein Labor aus. Also wenn ihr irgendwelche tollen Clips seht von irgendwelchen Laboren
Und es ist alles freie Flächen überall. Das sieht aus wie geleckt. Es steht irgendwie alles fein säuberlich aufgereiht in den Schränken. Dann haben die fürs Fernsehen aufgeräumt. Das ist der Realzustand. Ich meine, es ist hier noch mal ein bisschen schlimmer, weil die wahrscheinlich besonders wenig Platz haben. Ne? Aber ich habe genau solche Zustände auch in Berliner Labors gesehen. Es gibt keine sauberen Labors. Naja, Arkeny, ich würde schon sagen, es gibt eine gut gemanagte Labors. Das geht schon. Also wo du einfach anfangen kannst zu arbeiten, ohne erstmal irgendwie drei Arme voll Dingen auf dem Weg zu schaufeln. Das geht schon. Aber es gibt definitiv keine Labors, wo halt alles fein säuberlich irgendwie perlschnurartig im Schrank aufgereiht ist. Das findet nicht. Genau, diese Imagebildlabors, die gibt's einfach nicht. Das ist keine Realität. So. Wie spät ist denn jetzt? Wie lange sind wir denn schon dabei? 2,5. Was wäre denn das nächste? Ich glaube, der ist lang. Nee, der ist kurz. Dann machen wir den noch mit. Wieder harter Themenwechsel. Man merkt vielleicht ein bisschen, dass ich aufgehört habe, Themen zu sortieren, weil ich festgestellt habe, dass das dazu führt, dass manche Artikel einfach immer irgendwie nach unten rutschen. Das heißt, wir arbeiten es gerade so ein bisschen ab, quasi in der Reihenfolge, wie es auf der Liste landet. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das besser gefällt, aber ich wollte das mal ausprobieren. Aber deswegen kriegen wir gerade, was die verschiedenen Disziplinen und Fachbereiche angeht, so ein bisschen Schleudertrauma zwischendurch. Warum Erwachsene schneller lernen? Warum? Freudscher. Warum Kinder schneller lernen als Erwachsene? Kinder können sich auf die Schnelle viel besser neue Dinge einprägen als Erwachsene. Ein Neurotransmitter spielt hier aber womöglich eine entscheidende Rolle. Also, ne, uns ist klar, warum das so ist, ne, weil Kinder einfach schnell lernen müssen. Das ist einfach vom Überleben her notwendig. Also es geht ja nicht anders. Wir haben ja schon das Problem, ne, dass unsere Kinder auf die Welt kommen und die sind im Grunde also ein kleines, verschrumpelndes, schreiendes Ding und sind zu nichts in der Lage, ne? Atmen, essen und Stoffwechselprodukte von sich geben, so das können sie und alles andere ist erstmal so black. Dementsprechend ist es natürlich besonders wichtig, dass wenn sie dann so weit gewachsen sind, dass sie in der Lage sind, diese Sachen, ganzen Sachen nachzuholen und Fähigkeiten aufzubauen, dass das möglichst schnell gehen sollte. Weil das überlebenswichtig sein kann. Und auf sich aufmerksam machen bekommen sie auch recht früh hin. Ja, okay, das war. Kinder saugen Informationen auf wie ein Schwamm. Doch warum lernen wir mit zunehmendem Alter immer mühsamer? Eine Forschungsgruppe um Sebastian Frank von der Universität Regensburg hat nun entdeckt, dass der Neurotransmitter GABA dabei wohl von besonderer Bedeutung ist. Hervorragend, das gute alte GABA. Gamma-Aminobuttersäure ist das Kürzel ausgeschrieben. Ich bin spannend, dass sie das hier noch nicht nennen. Klingt ein bisschen witzig, die Abkürzung, ne? Weil ja, ich muss auch immer an GABA Gandalf denken. Aber tatsächlich ist die Gamma-Aminobuttersäure ein relativ zentraler Neurotransmitter in unserem Nervensystem. So wie Acetylcholin zum Beispiel. Das kommt ja auch an diversen Stellen vor. Nein, Arkane, du bist nicht alleine. Ich hab jedes Mal das Bild vom rauchenden Gandalf im Kopf. Die Psychologen konzentrierten sich auf die sogenannte retroaktive Interferenz. Möge man sich auf die Schnelle viel einprägen, möchte man sich auf die Schnelle viel einprägen, kann man sich die ersten Informationen meist schlechter merken, weil sie von den darauf folgenden überschrieben werden.
Die Forschenden vermuteten, dass ein Kindergehirn solche konkurrierenden Daten besser voneinander abschirmen und sich deshalb mehr nacheinander einprägen kann. Man weiß bereits, dass der Botenstoff GABA dafür verantwortlich ist, eine Gedächtnisspur zu stabilisieren. Womöglich schützt er bei Kindern vor einem Überschreiben von Informationen. Vielleicht ist bei Kindern auch einfach die Festplatte noch nicht so voll. Könnte das sein? Während man halt irgendwie mit keine Ahnung, Ü60 das Problem hat, so. Der Platzbalken, der Festplatte ist schon rot, ne? Defragmentieren geht schon seit 5 Jahren nicht mehr. Weil das Tool immer meckert, bitte mindestens 15% freien Speicher. Und jetzt hat aber einer beschlossen, wir müssen hier diesen Gigabyte noch irgendwo hin tun. Und dann fängt man an zu überlegen, welche Dateien man wirklich braucht. Kann man vielleicht nochmal den Cache löschen? Gibt es irgendwie Datenmüll, den man rausschmeißen kann? Wenn nicht, naja, komm, hier die Datei von dem Programm, die ist schon bestimmt nicht so wichtig. Da fängt man halt Platz zu schaffen. Fängt man dann an Platz zu schaffen, ne? Keine Ahnung, ob das tatsächlich eine Analogie ist, die funktioniert. Ich spinne hier vor mich hin. Die Sache hat allerdings einen Haken. Das GABA-System... Oh Gott! Ich muss halt an GABA Gandalf denken. Und das ist das GABA-System. Da kommen wir in eine ganz, ganz falsche Ecke, Leute. Bildet sich erst im Laufe der Jugend vollends aus, weshalb die Konzentration des Neurotransmitters bei Kindern geringer ist als bei Erwachsenen. Wie können junge Sprösslinge trotz dieser vermeintlich schlechteren Ausgangslage retroaktive Interferenzen so viel besser vermeiden? Um dem nachzugehen, untersuchte die Forschungsgruppe 13 8- bis 11-jährige Kinder und 14 Erwachsene mittels funktioneller Magnetresonanzspektroskopie und analysierte die Konzentration des Botenstoffs vor, während und nach visueller Gedächtnisübungen. Wie vermutet, war der GABA-Spiegel in den Kindern vor dem Training. Es tut mir leid, es ist spät. Vor dem Training geringer. Im Gegensatz zu den Erwachsenen schoss bei der jüngeren Versuchsgruppe nach einer Übung jedoch. Schoss er bei der jüngeren Versuchsgruppe nach einer Übung jedoch hoch. Offenbar steigt die GABA-Konzentration bei Kindern nach aufeinander folgenden Lerneinheiten, sagt Frank. Dadurch lässt sich das eben Gelernte schnell stabilisieren. Dafür sprechen auch die Verhaltensdaten. Die kleinen Probanden ließen sich durch neue Informationen weniger aus dem Konzept bringen als Erwachsene. Ist das jetzt eine planetare Anordnung, wo alle bekifft sind? Vielleicht. Vielleicht. Das ist quasi die Sci-Fi-Variante von komm, wir fahren in die Niederlande. Komm, wir reisen ins GABA-System. Ja, aber spannend, dass ein Neurotransmitter hier offensichtlich so eine zentrale Rolle hat. Ne? Wo sich jetzt wieder die Frage stellt, ne? Irgendein Klöppel wird jetzt sicherlich natürlich den Vorschlag haben, naja, dann lass uns doch alten Leuten einfach Gamma-Aminobuttersäure spritzen. Am besten direkt interneural ins Hirn durch die Schädeldecke. Ohne Witz, also der Vorschlag liegt ja nahe, ne? Und gucken, ob die wieder besser lernen können. Da kann ich gleich sagen, ich hätte bei der Aktion riesen Schiss vor den Nebenwirkungen, weil Gamma-Aminobuttersäure eben so weit verbreitet ist. Und wir ja alle diese Prozesse mit beeinflussen. Boah, dass ich da sehr, sehr vorsichtig wäre. Weil da werden halt noch so viele andere Sachen mit angepasst. Das ist halt so ein bisschen so, ne, als würde man anstatt einen Schalter umzulegen, einfach mal so anstatt eine Taste drücken, einfach mal so im Gesicht ordentlich auf die Tastatur donnern, in der Hoffnung, dass am Ende ein Wort rauskommt. Das kann vielleicht funktionieren, aber eventuell gibt es elegantere Methoden, Dinge zu erreichen. das ist da so ein bisschen das Ding. So.
Und ich glaube, damit erkläre ich die Science News für heute für beendet.